Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier zum Europäischen Salon, zum Gespräch gekommen sind und zum anschließenden Empfang, wo wir noch weiter diskutieren können. Wir haben ja ein aktuelles Thema mit diesem Europäischen Salon ausgewählt, über das wir uns unterhalten wollen, über das wir diskutieren wollen. Sie haben es gesehen, Solidarität in der Europäischen Union von der Euro- und Flüchtlingskrise zur Krise der EU. Die EU also krisengetrieben. Was sind die Krisen und ihre Ursachen? Das ist die Frage, die wir auch diskutieren wollen, zumindest auch aufgreifen wollen. Die Krise im Euroraum, die nach wie vor nicht bewältigt ist. Dazu gesellt sich eine Flüchtlingskrise und jetzt so in der Wahrnehmung vieler jedenfalls auch eine Sicherheitskrise. Haben diese Krisen, so meine Frage, vielleicht 1992 eigentlich alle schon mit dem Vertrag von Maastricht begonnen? Warum? Dort haben wir die Währungsunion etabliert, ohne aber eine Wirtschaftsunion, eine politische Union dazuzustellen. Ist das ein Konstruktionsfehler, der hier behoben werden muss? Und ähnlich vielleicht in der Flüchtlings- oder auch Sicherheitskrise die Frage, wenn man eben einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, also einen Raum, der die Freizügigkeit den Unionsbürgern ohne Grenzen innerhalb der Europäischen Union ermöglicht, stellt sich eben die Frage, wie das denn eigentlich ist mit diesen den Raum gestaltenden Politiken. Das fängt an mit der Grenzpolitik, geht über die Asyl- und Flüchtlingspolitik bis hin natürlich auch zur Zusammenarbeit in den Bereichen der inneren Sicherheit. Wir stellen aber neben den Krisen auch gewisse Desintegrationstendenzen in Europa fest, die die Krisen sicherlich verstärken. Da ist Großbritannien, die Four Demands of Cameron, also die vier Wünsche, die er geäußert hat, und Großbritannien, das eben damit droht, mit einem Brexit droht, falls diese Wünsche nicht erfüllt werden. Da ist Ungarn, das sich schwer tut, die europäischen Werte des Vertrages einzuhalten, das sich schwer tut, mit der europäischen gemeinsamen, auch rechtlich fundierten Politik. Und da gibt es Vollzugsdefizite in der Europäischen Union, die sich insgesamt auf das Recht beziehen. Also es ist ein großes Thema, dass ganz viele Richtlinien der Europäischen Union im Bereich des Asyl- und Flüchtlingsrechts gar nicht umgesetzt worden sind von den Mitgliedstaaten. Wir haben aber diese Vollzugsdefizite ebenso im Euroraum. Die Mitgliedstaaten halten sich nicht an die Stabilitätskriterien und Ähnliches. In der Flüchtlingskrise, Dublin und Schengen sind ausgesetzt. Da erodiert etwas, was die europäische Integration von Anfang an begleitet hat, nämlich dieses Bindeglied, die Brücke des Rechts, die hier letztlich diese Heterogenität der europäischen Mitgliedstaaten überbrückt, diese kulturelle Heterogenität, die wirtschaftliche Heterogenität. Das Recht ist also so das Bindeglied traditionell. Walter Hallstein, der erste Kommissionspräsident der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, hat ja von einer Rechtsgemeinschaft auch aus diesem Grunde gesprochen. Und dieses Recht scheint jetzt zu erodieren. Worin liegen die Ursachen? Das ist die Frage, die wir auch weiter vertiefen, weiter aufgreifen wollen. Liegen die etwa in diesem Programm, das wir eben seit 1990 verfolgen? Vertiefung und Erweiterung, immer mehr politische Integration. Das ist die Vertiefung der Europäischen Union und gleichzeitig die Erweiterung auf 28 Mitgliedstaaten. Daraus resultieren bestimmt Herausforderungen, die jetzt in der Krise besonders deutlich werden, aus dieser zunehmenden Heterogenität der Europäischen Union. Was sind die Antworten? Gibt es überhaupt Antworten? Uns allen ist, glaube ich, klar, und das wird ja auch eingefordert, dass die Währungsunion vervollständigt, so nennt es der sogenannte Fünf-Präsidenten-Bericht, den eben die fünf Präsidenten, Europäischer Rat, Kommissionspräsident Juncker, Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi, der Präsident des Europäischen Parlaments und der Präsident der Eurogruppe verfasst haben. Hier eine Art Fahrplan, Roadmap, wie das dann immer so schön heißt, für die Reform der Europäischen Union, die in der Stufe 2 dann Vertragsänderungen zur Komplettierung dieser Währungsunion vorsieht, durch eine Wirtschafts-, durch eine Fiskalunion. Das geht bis hin eben zu der Forderung nach einem europäischen Finanzminister oder einem europäischen Schatzamt, einem Treasury, wie das dann so schön heißt.
Und auch in der Flüchtlingskrise bemüht sich die Europäische Union um Koordinierung, aber wenn die Mitgliedstaaten eben zum Beispiel bei den Quoten nicht mitmachen, wird das Ganze natürlich schwierig. Und in der Sicherheit, da sind natürlich auch Koordinierungen gefordert. Aber hier stößt die Europäische Union auch an Kompetenzgrenzen. In allen drei Bereichen, wo Krisen sind, haben wir Kompetenzgrenzen. Also dieses Politische in der Europäischen Union, da ist die Europäische Union offenbar nicht voll ausgestattet. Und wo sie Kompetenzen hat, die Europäische Union, da kann man feststellen, dass oft die Mitgliedstaaten blockieren. Es gibt also einen fehlenden Wille der Mitgliedstaaten, manchmal unter Hinweis auf die eigenen, auf die Bürger. Die wollten nicht mehr Integration. Umfragen belegen allerdings, unter anderem eine größere Umfrage der Bertelsmann Stiftung, dass mit Ausnahme von Großbritannien die Bürger sich durchaus mehr Europa wünschen, sodass Europa auch seiner Verantwortung gerecht werden kann. Auch andere Umfragen belegen dies. Ist es also der fehlende politische Wille der Mitgliedstaaten, diese Angst vor weiteren Souveränitätseinbußen? Warum ist die Solidarität, also das gemeinsame europäische Interesse, so herausgefordert? Warum erodiert es möglicherweise in der Wahrnehmung der Medien? Können Sie das jedenfalls so lesen? Ist das tatsächlich wahr, dass dieses europäische Interesse, erodiert, dass die europäischen Güter, also angefangen eben von der Stabilität des Euro und des Währungsraums bis hin zur Einhaltung des Rechts, der Grenzsicherung, warum diese europäischen Güter hier eigentlich nicht wahrgenommen werden, warum sie hier etwas erodiert. Das ist jedenfalls die Wahrnehmung. Die Frage ist, wie wir insoweit künftig verfahren. Hat die Europäische Union dann, wenn die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, dieses europäische Interesse, das gemeinsame Interesse aufzunehmen und zu überbrücken? Gibt es hier eine europäische Auffangverantwortung, die uns förmlich zwingt, dann in einen neuen, weiteren Integrationsprozess? Oder ist das gerade der falsche Weg? Brauchen wir weniger Europa und reduzieren eigentlich Europa wieder weitestgehend auf einen Markt? Der Binnenmarkt, das ist ja etwas, worauf viele hinweisen, auch die Briten, der funktioniert. Das sind die Fragen, die sich stellen und die ich mit unseren Gästen diskutieren möchte. Und ich möchte zunächst Herrn Brok das Wort geben, Mitglied des Europäischen Parlaments seit 1980, dort Vorsitzender des Ausschusses des Europäischen Parlaments, des Auswärtigen Ausschusses des Europäischen Parlaments und Mitglied im Ausschuss für konstitutionelle Fragen, also dem Ausschuss, der sich genau mit dieser Frage auch befasst. Wie soll sich die Europäische Union weiterentwickeln? Reform der Europäischen Union, Vertragsänderung, das sind die Fragen, die ihn auch beschäftigen. Deswegen möchte ich jetzt zunächst einmal, bevor ich die anderen Teilnehmer jeweils das Wort gebe, Ihnen das Wort geben. Wollen Sie nach vorne kommen oder... Herr Professor Kalis, meine Damen und Herren, lassen mich einige holzschnittartige Bemerkungen zu Beginn machen. Mehr kann es hier in der kurzen Zeit nicht sein. Mir heute ist das auch in einem Rundfunkinterview wieder zu Ohren gekommen, nach dem Interview von Donald Tusk. Wenn es Widersprüche innerhalb der Europäischen Union zwischen Politikern gibt, ist die Europäische Union jeweils am Ende. Wir haben in den letzten 10 Jahren schon 10-mal das Zusammenbrechen der Europäischen Union in der öffentlichen Debatte gehabt. Deswegen erstens, europäische Politik ist wie Innenpolitik mit unterschiedlichsten Auffassungen, wo man sich kloppt wie die Kesselflicke. Daran muss man sich gewöhnen. Europa ist nicht mehr das Sonntagseuropa und des roten Teppiches, wo man sich in heiliger Eintracht unter einem heiligen Schumann einigt. Und wenn ich mir vorstelle, welche Bereiche man 5, 6, 10 Jahre in Deutschland diskutiert, im Bundestag zwischen den beiden Kammern und kommt nicht zu einem Ergebnis, bis hin zu Darstellungen, die auf einem Parteitag zwischen Unionsparteien stattfinden, dann droht nicht der Untergang der Bundesrepublik Deutschland. Und daran muss man sich auch in Europa gewöhnen, dass man nicht Streite zwischen Parteien, zwischen Ländern, wie man sich bei uns mit Bundesländern streitet, wenn ich das in den letzten Wochen höre, wie man sich über den Länderfinanzausgleich streitet, wenn das Gleiche in Brüssel stattfände, würde wieder kommentiert, Europa fällt auseinander. Also das muss man sich mal daran gewöhnen, dass hier Streit auch zum demokratischen Alltag gehört.
Zweitens, bei den Ansprüchen der Einhaltung von Regeln, wo in der Tat die Defizite da sind, die Herr Professor Kralis aufgesprochen hat, gibt es die auch in der Bundesrepublik Deutschland. Da gibt es Länder, die sich halten in bestimmten Bereichen nicht an Regeln. In meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es 4-mal Beschlüsse des Landesverfassungsgerichts, dass der Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen verfassungswidrig ist. Kümmert sich kein Mensch drum. Ohne irgendeine Wirkung gibt es deswegen die Rechtsgemeinschaft Bundesrepublik Deutschland nicht. Das heißt, Sie haben immer in einem föderalen System, in jedem föderalen System, das Problem, wie können die Glieder dazu gezwungen werden, die gemeinsamen Regeln umzusetzen. Das wird nur in Deutschland zugedeckt durch einen Punkt, den wir emotional noch in Europa nicht geleistet haben, die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland wird automatisch als eine Schicksalsgemeinschaft empfunden, wo man Bremen, das pleite ist, als Griechenland abstützt. Aber bei Griechenland ist es der Untergang der Europäischen Union, wenn 2% der Wirtschaftskraft der Europäischen Union sich nicht an die Regeln hält. Auch das gehört einmal zu einer Bewertung dazu, damit man auch mal an eine vergleichbare Ebene kommt. Dennoch muss man sagen, dass wir an der Umsetzung der Regeln arbeiten müssen. Deswegen ist es richtig, dass die Juncker-Kommission sich so aufstellt, dass wir weniger Gesetzgebung machen. Die werden 50% weniger Gesetzgebungsvorschläge machen und man stärker an die Umsetzung von Regeln arbeitet. Und das Europäische Parlament muss den Weg finden, vom Gesetzgeber zum Kontrolleur auch zu werden für die Umsetzung von Regeln und Gesetzen. Aber wenn ich mir das an der Flüchtlingsdebatte anschaue und den großen Solidaritätsverlustvorwurf, der jetzt aus Deutschland kommt. Deutschland hat sich bis April diesen Jahres gegen eine Quotenregelung ausgesprochen, weil ja da die Flüchtlinge noch nicht an unseren Grenzen waren, sondern nur in Lampedusa. Und jetzt, wo es an unseren Grenzen ist, beschimpfen wir diejenigen, die den deutschen U-Turn noch nicht so schnell mitgekriegt haben, als unsolidarisch und unmoralisch. Ich bin doch in der Auffassung, dass wir die Quotenlösung brauchen und kritisiere das auch hart. Aber ich glaube, zur Fairness der Beurteilung gehört, glaube ich, so etwas. Ich kann diese Latte fortsetzen. Und wir sagen, die Bundesländer sagen, eine Reihe von Bundesländern sagen, wir haben zu viele Flüchtlinge bei uns, die eigentlich keine Flüchtlinge sind, weil sie keinen Anspruch darauf haben, etwa vom Westbalkan. Aber wer berichtet in Deutschland darüber, dass die Kommission ein Verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeführt hat, das wird den europäischen Regeln nicht entsprechend schnell abzuschieben, einschließlich Bayerns, nicht schnell genug abzuschieben? Ist das, wenn die anderen die Regeln brechen, ist das unmoralisch? Wenn wir es selbst tun, vergisst man es. Und es zu erwähnen, entspricht nicht nationalem Interesse. Das ist auch ein Punkt, den wir, glaube ich, ehrlicherweise berücksichtigen müssen. Der dritte Punkt ist, den ich benennen möchte, die Europäische Union ist, um auch Walter Hallstein zu zitieren, eine Creatio Continua, eine fortlaufende Schöpfung, je nachdem, wie weit man sich einigt. Deswegen ist jeder Vertrag, den man macht, unvollkommen, weil er nur die historische Sekunde beschreibt, wo es eine einheitliche Position gibt, so etwas zu verhandeln und zu ratifizieren. Im vollen Bewusstsein, dass es unvollkommen ist. Und dass oftmals die Vollkommnung dieser Geschichten erst möglich ist, wenn eine Krise kommt, die deutlich macht, wo die Schwächen sind. Das ist in diesem Prozess angesiedelt. Und dazu kommt natürlich eine Haltung von Politik und Gesellschaft insgesamt, die dieses erschwert und auch in Deutschland zu den Problemen führt. Wenn da Megatrends sind, wenn da Dinge voraussehbar sind und wenn wir über Klimawandel und Flüchtlingsnot und Ähnlichen und Kriege geredet haben, ist vielen theoretisch bewusst gewesen, dass so etwas passieren kann mit einer solchen Flüchtlingsflut. Aber politische Konsequenzen werden erst gezogen, wenn es an den eigenen Grenzen angesiedelt wird. Diese Diskussion, die wir heute führen, um hier europäische Regeln durchzusetzen, hätten wir auch besser vor 5 Jahren geführt. Das konnten wir aber nicht machen, weil 20 Jahre lang vom Vertrag von Amsterdam an auch deutsche Politik eine Mehrheitsentscheidung der Asyl- und Migrationspolitik verhindert haben. Und dass der Vorschlag der EU-Kommission vor 11 Jahren, die Westbalkanländer zu sicheren Herkunftsländern zu erklären,
als Kompetenzwahn der Europäischen Union von Berlin und Paris gemeinsam bezeichnet wurden und vielen anderen, dass die Kommission vor 5 Jahren vorgeschlagen hat, Quoten einzuführen, aber auch dies als Kompetenzwahn betrachtet wurde. Und wenn wir das da 5 Jahren gemacht haben, als es nur um Lampedusa und Malta ging, würden wir heute nicht in dieser Situation sein. Das heißt, es muss offensichtlich erst der Schmerz groß sein, dadurch wird es immer teuer, auch, aber es hinzubekommen. Dasselbe ist bei der Währungsunion. Wenn wir durch die Krise hat die Europäische Union inzwischen eine Regelung gefunden, die in aller Wahrscheinlichkeit eine solche Krise nicht möglich machen würde, weil man die Instrumente hätte, dagegen vorzugehen. Viele haben das vorher gesagt, aber es war politisch nicht durchsetzbar, weil das als Not nicht erkennbar war und man die Kompetenzen nicht weitergeben wollte. Dies ist jetzt in weiten Bereichen erfolgt. In Deutschland kämpft man jetzt darum, ob der dritte Teil der Bankenunion jetzt doch kommen soll, nachdem wir die ersten beiden Teile, die wir haben wollten, durchgesetzt haben. Das ist die Volksbanken- und Sparkassendiskussion, um es verkürzt zu sagen. Aber ich glaube, dass auch dieses zeigt, dass man es bewältigen wird und muss. Und hier kommt jetzt die Frage, die mit der Solidarität zu tun hat. Wir müssen endlich, das ist, glaube ich, das Entscheidende, die Definition finden, was nationales Interesse ist. Das ist der Ausgangspunkt. Denn nur daraus kann man den politischen Willen entwickeln, den man braucht. Und, wenn ich nationales Interesse zu 100% formuliere, aber nicht mehr das Instrument habe, das zu verwirklichen, muss ich überlegen, ob ich es dann nicht nach Europa verlagere und es dort umsetze. Da die Krisen, die wir jetzt haben und die zu dieser Spannung über Europa führt, weil Europa das, wozu man ihnen die Instrumente nicht gegeben hat, nicht bewältigt hat, wir dadurch in eine Situation hineingekommen sind, die es notwendig macht, dass wir frühzeitiger Debatten zu führen haben, wenn politische Probleme auftauchen, wir sie auch lösungsfähig machen, indem Politik in die Lage versetzt wird, aus dem normalen Wahlzyklus herauszutreten, sondern im Dialog mit der Bevölkerung diese Probleme frühzeitig zu erörtern. Politik ist nicht, steuert nicht gesellschaftliche Prozesse, Politik ist oftmals die Konsequenz gesellschaftlicher Prozesse. Und aus diesem Grunde heraus müssen wir Fähigkeiten entwickeln, dass nationale und europäische Politik Dinge, die kommen werden, nach bestimmter Wahrscheinlichkeit so aufbereitet, dass vorher Entscheidungen getroffen sind. Dann sind wir nicht in der Situation, dass man in Krisenaugenblicken mit Gewalt Dinge durchsetzen muss, für die Bevölkerung nicht vorbereitet ist. Das ist der Solidaritätsanspruch an Deutschland in der Sicherung von der Finanzkrise betroffenen Volkswirtschaften von Irland bis Griechenland. Und dies zu erklären, das ist in der Frage der Flüchtlingskrise beispielsweise, wie kann man erklären, dem Teil der Ahnungslosen in Deutschland oder anderen Staaten, die unter kommunistischer Regierung gestanden haben und wo alles Fremde Gefährliches war und deswegen man vor Fremden Angst hat. Die Beginn der Diskussion in Dresden ist hier vergleichbar mit der Argumentation von Orban und Fico, einschließlich, dass der Sozialist Fico erklärt, er sei nur bereit, Christen aufzunehmen in einer solchen Situation. Und wenn das, dann muss man sagen, dass in dieser Frage Bevölkerung in diesen Ländern nicht auf eine solche Solidaritätsakte vorbereitet sind. So wie wir das die Diskussion bei uns in der Griechenland-Frage haben. Und da diese Häufung dieser Krisen jetzt da ist, miteinander mit dem ungeheuren Druckpotenzial unvorbereitete Bevölkerung für bestimmte Ziele zu gewinnen, die objektiv unausweichlich beantwortet werden müssen, haben wir zunehmend dünneres Eis, weil Bevölkerung sagt, jetzt reicht's. Jetzt ist es genug. Europa verlangt von uns etwas, was wir nicht bereit sind zu geben, insbesondere was wir nicht überschauen und durchschauen. Identitäten sind gefährdet und aus diesem Grunde heraus ist es so, dass es objektiv klar ist, dass die großen Herausforderungen von Flüchtlingen und Migration, Klimawandel, Terrorismus, globale wirtschaftlichen Veränderungen und Machtstrukturen und die Antwort darauf
dass alles dieses Fragen sind, die man nicht mehr national beantworten kann, aber man nicht bereit ist, die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen, zu erkennen, auf welcher Ebene man sie beantworten kann. 100% nationales Interesse lässt sich in diesen Fragen nicht mehr durchsetzen. Wenn man es allein macht, hat man null Durchsetzung. Wenn man es auf europäischer Ebene macht, hat man eine Chance, dass nationales Interesse im europäischen Kontext 60-70% durchgesetzt werden kann, in einem globalen Zusammenhang. Und endlich zu definieren, dass Interesse danach zu fassen ist, wie man es und wo man es in welcher Zuständigkeit durchsetzen kann und nicht an der Deklaration von 100%, die keine Verwirklichungschancen haben. Und wenn uns das nicht gelingt, im Dialog mit unseren Bürgern zu erklären, wird auch nicht die Politik sein, vorangreifend Probleme frühzeitig zu erörtern und präventiv zu beantworten. Vielen Dank, Herr Bruck, für Ihre Ausführungen. Ich würde jetzt gerne, vielleicht machen wir das alles mit nur einem Mikrofon. Das ist vielleicht, ja. Dann geben Sie mir mal das. Jetzt nehmen wir das Blaue und hoffen, dass das alle anderen ausmachen. Geht es vielleicht. Und, ja, das wird ja von der Hände, glaube ich, gemacht. Ne? Wir nehmen jetzt nur noch das Blaue, dann vermeiden wir das vielleicht. Dankeschön. Jetzt sind alle wach, genau. Aber ich glaube, wir waren alle vorher auch schon wach. Denn wir haben ja ganz wichtige Fragen gerade angesprochen. Ich zum Schluss bei Ihnen, Herr Bruck, fiel auch eben dir auch mal der Hinweis auf die Bürger und eben auch diese Aufgabe, die Politik vielleicht hat, die Bürger mit Blick auf dieses Solidaritätsthema mitzunehmen, zu überzeugen. Und das ist eigentlich das Thema, das ja auch Frau Kupsch beschäftigt, die Programmleiterin und Geschäftsführerin des European Democracy Lab ist. Das ist ein junger Think Tank, den sie 2013 gemeinsam mit Frau Ulrike Gero gründete und der hier gerade insbesondere in diesem Themenbereich Bürger und Europa, aber auch Solidarität im Hinblick auf europäische Güter aktiv ist, also dieses europäische Interesse. Insofern sind Sie eigentlich jetzt gefordert, die Antwort zu geben. Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich auf die Veranstaltung gefreut und habe auch deswegen ein bisschen von dem mitgeschrieben, was bisher so gesagt worden ist. Und ich würde eigentlich, glaube ich, am liebsten bei Herrn Brucks Aussage einhaken, dass die Bevölkerung auf die Krisen nicht vorbereitet gewesen ist und dass das sozusagen in der Konsequenz so viele Probleme auch entwickelt. Ich würde dem entgegenstellen wollen, dass die Politik sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene auf diese Krisen, die Sie ja umrissen haben, nicht eingestellt war und eigentlich erst ganz allmählich begreift, dass das tatsächlich nicht mit den üblichen, wie gesagt worden ist, zu unscharfen Instrumenten überhaupt gelöst bekommen wird. Was machen wir also? Also wir haben angefangen im Lab mit eigentlich einer Kritik, die unserer Meinung nach berechtigt ist. Und wir erfahren, seit es uns gibt, dass wir nicht die Einzigen sind, die finden es eine generelle Kritik, eine substanzielle Kritik an, wie demokratische Strukturen, Institutionen in Europa aufgebaut sind, berechtigt ist. Wir fangen also dort an, wo mancher Rechtspopulist und auch Linkspopulist Europa kritisiert. Was aber der Unterschied ist zu dem, was wir machen, ist, dass wir daraus ein konstruktives Momentum gewinnen. Wir sagen, es kann nicht länger darauf hinauslaufen, dass man entweder für oder gegen die EU ist. Und gegen die EU zu sein, ist sozusagen Austritt. Wir wollen und wir haben einen konstruktiven Beitrag, ein Konzept entwickelt. Wir nennen das die Europäische Republik, in der wir eigentlich nur eine Idee dem Diskurs beitragen wollen, um zu sagen, wenn es so nicht funktioniert, wie es ist, lasst uns substanziell über Möglichkeiten nachdenken, wie es geändert werden kann. Warum jetzt der Begriff der Europäischen Republik? Das ist das, was Professor Kallis gerade schon meinte. Wir sehen, dass Europa, und das ist, glaube ich, der Prozess, in dem wir alle gerade stecken,
viel erreicht hat in den letzten 70 Jahren, dass Institutionen geschaffen worden sind, Wirkungsmechanismen, Instrumente und Möglichkeiten, bestimmte Fragen zu behandeln. Aber das alles ist weitestgehend ohne die Einbindung der europäischen Bevölkerung geschehen. Und plötzlich findet durch diese Krisen, die von außen an Europa herangetragen werden, zum Teil aber auch von innen, eine Politisierung statt, in der, und da kommt auch Herr Brooks Perspektive hinein, nämlich nicht Politik reicht, wenn sie sich als Konsequenz dessen, was um uns herum passiert, begreift, sondern Politik eigentlich konstruktiv vordenken muss, wie Probleme, die potenziell bestehen könnten, gelöst werden können, sodass für eine Gesellschaft, für eine Gemeinschaft in Europa tatsächliche Möglichkeiten sind, sich einerseits zu beteiligen, Prozesse zu gestalten und andererseits eben auch Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das Leben aller halbwegs geregelt, daher kommt das Wort Regelung, funktioniert. Das ist unserer Meinung nach nicht passiert. Und wir haben zusätzlich auch, auch das wurde angesprochen, verschiedene Megatrends, die auch Herausforderungen an uns herantragen. Ich sitze hier als, ich würde sagen, Vertreter einer Generation, die so europäisch ist wie keine andere jemals zuvor und die positiv und negative Flankierung dessen ist, dass wir sehr vieles für sehr lange Zeit als selbstverständlich genommen haben. Die Bewegungsfreiheit, die Möglichkeit, verschiedene Sprachen, Kulturen und Länder kennenzulernen. Muss ich ehrlich zugeben, war auch für mich nicht immer ein bewusster Vorteil. Aber, und das ist das, was ich eben schon gesagt habe, wir befinden uns gerade in einem Prozess, wo Dinge in Frage gestellt werden können, von denen wir alle immer angenommen haben, dass die gesetzt sind. Und leider ist es nach wie vor so, dass sich mit grundsätzlichen Fragen, und deswegen nennen wir das European Democracy Lab, auseinanderzusetzen. Und das ist eben die Frage, wie können wir eine europäische Demokratie funktional gestalten? Weil momentan ist sie dysfunktional. Und ich würde auch unterstellen, dass Herr Brook das weiß, wenn im Europäischen Parlament beispielsweise, er spricht vom Europäischen Parlament als Gesetzgeber, letztendlich hat aber das Europäische Parlament nach wie vor kein Initiativrecht. Das heißt, es ist benachteiligt gegenüber anderen europäischen Institutionen und es gibt keine Gewaltenteilung, die funktional kontrollierende Mechanismen auch zulässt. Das sind Forderungen, die wir einbringen, um eine Diskussion, und deswegen sage ich, ich bin sehr froh, hier zu sein, in Gang zu bringen. Und genau, es geht um Gedankenanstöße. Soweit erstmal bis hierher. Dankeschön. Das Interessante ist ja, dass wir zwei Vertreter der Bürger und Bürgerinnen auf dem Podium hier sitzen haben, also mit Herrn Brook als Parlamentarier des Europäischen Parlaments und eben mit Herrn Sarrazin des Bundestages, also der europäischen Demokratie, die sich ja über zwei Legitimationsstränge verwirklicht, nämlich durch das direkt gewählte Europäische Parlament. Ja, das ist das Schöne. Das war ja auch so ein bisschen so gedacht. Und eben auf der anderen Seite eben dem Bundestag, der eben praktisch den jeweiligen deutschen Vertreter oder Vertreterin, den Minister, der für die Bundesrepublik Deutschland im Rat im Gesetzgebungsverfahren abstimmt, kontrolliert. Das ist diese duale Legitimation, wie wir das in Fachkreisen nennen, die hier eben praktisch sozusagen leibhaftig auf der Bühne sitzt. Und Sie sagen, wir müssen ganz neu über Demokratie nachdenken. Ich würde, kommen wir gleich nochmal zu. Also jedenfalls ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dann eben diesen Fokus auch nicht aus dem Blick verlieren, Demokratie, Bürger und eben diese Solidaritätskrisen, ob tatsächlich das vielleicht auch ein Demokratieproblem ist. Herr Sarrazin, Mitglied des Deutschen Bundestages und hier eben Mitglied im Ausschuss der Europäischen im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, einer der Europaspezialisten im Bundestag, dem würde ich nämlich genau an dieser Stelle jetzt gerne das Wort geben. Ja, vielen Dank. Also, dass wir beides Legitimationsstränge sind, so habe ich mich noch nie gesehen. Wobei das Verfassungsgericht ja sagen würde, Herr Brook ist viel weniger gewichtig als ich. Aber die mögen ja auch irren. Ich weiß jetzt nicht, wie... Ich weiß jetzt nicht, wie konkret Sie meinen Beitrag haben wollen, Herr Kallis, aber...
Ja, ich hätte nicht fragen sollen. Sie haben gesagt, die Brücke des Rechts, und haben gesagt in Ihrer Einführung als Antwort auf zunehmende Heterogenität im Zusammenhang mit der Erweiterung. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Situation, zumindest in der deutschen Europadebatte sind, wo die Frage von Homogenität und Heterogenität an vielen Stellen so das Problem meiner Ansicht nach ausmacht. Also zum einen der auch bei mir sehr starke Drang nach einer starken Brücke des Rechts, nach einer Rechtsgemeinschaft, nach starken gemeinsam getragenen europäischen Werten, nach starken gemeinsamen Institutionen, nach Kohäsion und Konvergenz, also dass alle so ein bisschen in die gleiche Richtung wirtschaftlich besser geht und so. Und auf der anderen Seite eine zunehmende, fast schon chauvinistische Ablehnung von Heterogenität, die genauso zu Europa dazugehört und in der Vergangenheit auch die Stärke ausgemacht hat. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, der auch in dem, was Elmar Brok am Ende sagte, was drin hat, dieses, was ist das nationale Interesse? Ich glaube, dass diese Heterogenität, die Europa oder vielleicht einfach gar nicht nur Europa, sondern einfach das, was in der Welt passiert, so schwer zu verstehen macht, dass die von der Politik nicht richtig transportiert wird, dass das nicht unbedingt an Europa liegt. Europa hat sicherlich das Problem, dass die komplizierten Fragen, die der Nationalstaat sowieso nicht mehr behandeln kann, automatisch auf europäischer Ebene landen. Also die Umsetzung der Verordnung zu Basel III werden im EP begleitet. Das können wir mal kurz erklären, Basel III. Zu komplizierten Finanzmarktvorschriften, da hat der Deutsche Bundestag schon nichts mehr zu melden, weil das sowieso keine Sau interessiert an der Wall Street, was der Bundestag sagt. Aber das könnte der Bundestag genauso wenig erklären. Und als es noch auf nationaler Ebene sozusagen mal war, hat das auch keine Sau verstanden auf Deutsch. So, und jetzt sagt man dann halt, Europa ist so schwer zu verstehen. Das andere Problem ist aber grundsätzlicher. Ich glaube, dass wir in einer sich immer mehr individualisierenden, sich diversifizierenden Gesellschaft sind, wo Politik grundsätzlich vor dem Problem steht, eigentlich jeden Menschen individuell in seiner Lebenssituation abholen zu müssen. Und es nicht mehr so funktioniert, dass man klassischerweise Gruppen oder Interessensgruppen oder sozusagen gewisse Klassen in Anführungszeichen adressiert, sondern die ganze Kommunikation, die Information wird viel ausdifferenzierter, viel individueller. Es läuft nicht mehr über die Tagesschau, es läuft nicht mehr bei der SPD über die AWO. Und die Grünen müssen auch inzwischen darüber nachdenken, dass unser Parteitagsbeschluss von 1988, dass wir keinen Computer anschaffen dürfen im Parteibüro, weil da Leute arbeitslos werden, dass das auch nicht mehr so richtig realistisch ist, obwohl der nie außer Kraft gesetzt wurde. Diese zunehmende Heterogenität trifft dann gleichzeitig auf eine Art und Weise, wie wir übereinander debattieren, die zutiefst asozial ist, um es mal so zu sagen. Also um es mal ein bisschen hart zu machen, jetzt lese ich im Moment über diese neue polnische Regierung, die ich echt nicht abkann, ja, und ich mag Polen sehr gerne, so Artikel in Deutschland, und in jedem Artikel steht als Beweis dafür, dass sie die Demokratie abschaffen, dass die Fahne beim Fernsehbild bei der Pressekonferenz der Ministerpräsidentin, die Europafahne, aus dem Bild genommen wurde. Die Parlamentariergruppe der Europa-Union versucht seit Jahren, das Bundesverfassungsgericht davon zu überzeugen, in ihr Fernsehbild eine Europafahne reinzunehmen. Aber das Verfassungsgericht ist der Hort der Demokratie für die Deutschen. Also sozusagen diese Art und Weise, immer wieder eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, mal ist es der faule Grieche, dann ist es der rechtsradikale Ungar, und es war ja auch mal der korrupte Zypriot, aber sich selber nie zu fragen, was ist eigentlich mit der Hamburger Sparkasse oder der Haaser Nordbank, ich bin aus Hamburg, ja, und deren Beitrag zur Finanzkrise beispielsweise gewesen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass diese Komplexität ein Problem ist, aber auch, dass unser Verständnis über, warum tickt eigentlich die politische Kultur in einem Land wie Polen oder Frankreich, so wie sie tickt, nicht unbedingt größer geworden ist, zumindest nicht in der veröffentlichten Meinung, sondern meiner Ansicht nach durch die Medienkrise eher geringer geworden ist. Durch die Art und Weise, wie auch Berlin medial kommuniziert, sehr stark über Schlagzeilen, sehr stark über Hauptsache die Nachricht, ganz egal, ob sie stimmt. Und dass das in so eine Situation führt, dass aber gleichzeitig alles, was in anderen Hauptstädten passiert, total öffentlich auch hier ist. Also in der Vergangenheit, wenn irgendein Leiter, also wenn ein griechischer Abweichler der griechischen Regierungspartei irgendwas gesagt hätte, hätte ja keine Sau in Deutschland mitbekommen. Inzwischen kann das zu Staatskrisen führen. Oder wenn irgendein Hinterbänkler in Deutschland, so wie Manuel Sarrazin, irgendwas Falsches sagt, hätte ich damit echt Chancen, in Griechenland über Nacht prominent zu werden. Und das ist ein Problem der Solidarität, dass wir
eine Aufmerksamkeit füreinander haben, die aber nicht mit einem Wissen und Verstehen wollen gepaart ist und die auch nicht mit der Vorsicht in der Kommunikation gepaart ist. Um es auf Deutsch zu sagen, so doof wie Berlin zum Teil kommuniziert hat und so doof wie Athen zum Teil kommuniziert hat, hat man auch alle Vorlagen geliefert, um sich gegenseitig zu beschimpfen und den Glauben daran, dass es was für Solidarität gäbe, wegzukriegen. Dabei ist aber ein Punkt mit ihrer Brücke des Rechts, glaube ich, ganz wichtig, weil ich überlegt habe, Brücke des Rechts klingt ziemlich toll. Und da dachte ich, ja, Juraprofessor Kallis, was heißt das denn jetzt eigentlich wohl? Gute Frage. Eigentlich ist doch die Brücke des Rechts vor allem, dass man an, gar nicht, dass das Recht unbedingt überall gilt und so, da hat Herr Bruck mit NRW zwar Unrecht, weil die rot-grüne Landesregierung ist total super, ja. Aber das Entscheidende ist ja, dass man daran glaubt. Also Dublin hat seit Ewigkeiten nicht funktioniert, aber niemand hatte ein Problem damit, weil man hat irgendwie geglaubt, dass funktioniert. Und ich glaube, das große Problem ist bei uns im Moment, dass zwei Sachen wegfallen, die sehr wichtig für Solidarität sind, nämlich der Eindruck oder der Glaube, dass sich ans Recht gehalten wird. Und das wird dann immer so erklärt mit, die anderen haben pragmatischeren Umgang und so damit, was meiner Ansicht nach so auch nicht stimmt, wenn ich angucke, wie Deutschland mit Europarecht umgeht. Ja? Und gleichzeitig der Glaube an Fortschritt. Also diese alte, billige Nummer von Helmut Kohl, Ever Closer Union, das Fahrrad, was umfällt, wenn es nicht fährt. Weil da zu viele dran gezündelt haben, weil zu viele darüber geredet haben, Europa geht nicht weiter, weil sie dachten, das ist prominent. Und darin sehe ich ein großes Problem, was mich zu meinem Abschlussgedanken führt, nämlich wir haben zwei große Probleme. Das erste ist, wir brauchen so etwas wie konservativen Durchhaltegeist, jetzt den Laden zusammenhalten und diesen ganzen Versuchungen zu widerstehen, Leute wegdriften zu lassen, Spaltungen zu machen, der Osten, der Westen, der Norden, der Süden. Alle, die irgendwie nicht ganz reinpassen, dann, wenn du nicht jetzt passt, dann gehst du aber raus, anstatt diesen alten Weg, diesen ätzenden Weg, miteinander sich so zu verändern, dass man besser zusammenpasst, weiterzugehen. Und das andere, dass wir so große Angst davor haben, vor großen Veränderungen, die vor dem Hintergrund dessen, was in der Welt draußen passiert ist, haben Sie angesprochen, aber notwendig sind, weil jeder für sich sagt, ja, an sich bin ich ja für Europa, aber so nicht. So, das ist das große Problem, dass die klassischen politischen Gruppen, die klassischen politischen Überzeugungen gesagt haben, ich bin für Europa, auch wenn ich da dann mal verlieren kann, jetzt zu so einer Stimmung kommen rechts. Also an sich bin ich total für Europa, aber so geht es ja wohl nicht, dass man hier an unsere Sparkassen ran will. Und von links, ich bin ja auch total für Europa, aber so geht es ja nicht, dass da die böse Troika unterwegs ist oder irgend so etwas. Und das ist, glaube ich, das Problem der Solidarität, wofür die Lösung meiner Ansicht nach von mir jetzt nicht skizziert wurde, aber dafür haben Sie ja andere Gäste auf dem Podium. Ja, vielen Dank. Da haben die einen schönen Gedanken aufgegriffen, weil das ist genau dieses Verständnis auch von Solidarität, das der Europäische Gerichtshof im Hinblick auf das Recht vertritt, dass wir gerade dann, wenn man sozusagen auch mal überstimmt wird, sich an die Regeln halten muss, so der Europäische Gerichtshof, weil sonst würde sozusagen Europa, die europäische Integration, der Gedanke der europäischen Integration in seinen Grundfesten erschüttert. Das heißt, gerade dann muss ich mich an Regeln halten, wenn man eben überstimmt wird, wenn einem auch etwas mal nicht so passt. Es ist ja immer einfach, sich an Regeln zu halten, wenn einem die Regel passt. Und das ist für den EuGH ein Ausdruck von Solidarität. Das sagt er explizit in einer Entscheidung schon aus den 70er Jahren. Das heißt, dieses Thema hat irgendwie, und das ist eben auch das Spannende, die Solidarität tatsächlich auch was mit dem Recht zu tun. Und das klang bei Ihnen auch an, ganz wichtig, mit Vertrauen. Diese Regeln schaffen ja auch Vertrauen, also Sie haben das als Glaube an das Recht eben auch bezeichnet, aber dieses Vertrauen ist, glaube ich, auch etwas, was im Moment vielleicht so ein bisschen erodiert und eben dann über die Krisen, und das ist ja auch unser Thema, zur Krise der Europäischen Union möglicherweise führt. Und da ist jetzt meine Frage an den ersten Legitimationsstrang, das Europäische Parlament in der Demokratie. Nee? Aber so der Europäische Vertrag, aber es sind zwei gleichberechtigte Legitimationsstränge. Artikel 10 Absatz 2 des Unionsvertrages.
Da kommt dann doch der Jurist durch, aber das ist ja auch sozusagen immer auch unser Ausgangspunkt hier in der Debatte. Ich würde Ihnen noch mal gerne das Wort geben, auch in Antwort auf Frau Kupsch, weil Sie da, glaube ich, auch schon etwas unruhig wurden. Ich reiche Ihnen einfach das Mikrofon. Danke. Ich bitte Sie wegen des Initiativrechts einfach mal Ulrike Gero zu fragen. Sie möge mal Jacques Delors fragen, was er davon sagt. Aber Herr Sarrazin hat ja das Bundesverfassungsgericht auch angesprochen. Nein, ich meine das mit dem Initiativrecht. Auf das Initiativrecht hat das Europäische Parlament bisher bewusst verzichtet. Und zwar aus einem einfachen Grunde, deswegen sage ich das bezüglich Jacques Delors. Ich war damals Verhandler für den Vertrag von Amsterdam und war engagierter Anhänger des Initiativrechts. Dann erschien plötzlich bei mir im Büro Jacques Delors und hat mir erklärt, dass das Unsinn ist. So ist es gewesen. Seitdem hat das Parlament nie mehr das Initiativrecht gefordert. Seitdem, er hat die Begründung gegeben. Er hat gesagt, die Stärke der Kommission ist allein darin, dass sie das Initiativmonopol hat und damit auch die Berechtigung hat, Gesetzgebung wiederholt zurückzuziehen, wenn die Gesetzgeber damit drohen, Unsinn zu machen. Und in dem Augenblick, wo das Europäische Parlament das Initiativmonopol bekommt, muss es auch der Rat bekommen. Und wenn es der Rat hat, ist die Gefährdung damit da, dass dann die Kommission wirklich nur zum Sekretariat wird, weil sie die entscheidende Macht hat, das Initiativmonopol verliert. Das ist in diesem Entwicklungsprozess sicherlich richtig gewesen. Stellt sich die Frage, ob wir inzwischen über diesen Punkt hinweggekommen sind und in anderer Weise dazu reagieren haben. Aber das ist der Grund dafür. Das Parlament selbst hat es seitdem bei keiner Vertragsverhandlung gefordert. Im Übrigen haben wir es de facto. Nämlich dadurch, dass wir die Kommission auffordern können und dadurch, dass die Kommission inzwischen abhängig ist von der Kommission, einschließlich der Wahl des Kommissionspräsidenten, wird es für die Kommission zunehmend schwieriger, Initiativwünsche des Europäischen Parlaments abzulehnen, obwohl wir es formal nicht haben und damit aber nicht die Möglichkeit des Rates formal gegeben ist. Das heißt, im eigentlichen Machtgewicht haben wir es im Wesentlichen. Und ich glaube, das muss man in dem Zusammenhang sehen. Deswegen stellt sich die Dramatik nur in der Theorie und nicht in der Praxis, die wir sehen müssen. Aber ich meine, dass das, was meine Vorrednerin da gesagt hat, im Zusammenhang mit der Neugründung einer Europäischen Republik. Das kriegt man nicht hin. Schlicht und einfach. Wenn Sie hier eine Neugründung machen würden, würden Sie mit einem kleinen Verein wieder anfangen. Und nicht mit den 28. Das muss man sich überlegen. Ist der Gewinn der 28, um so eine Zone der Stabilität in Europa hinzubekommen und diese unter der Einbeziehung der Osteuropäer, obwohl wir uns über die jetzt gerade aufregen wegen mangelnder Solidarität in der Flüchtlingsfrage, ist das etwas Wünschenswertes oder ist es besser, in einem sehr schwierigen, ärgerlichen Prozess eine Fortentwicklung zu machen? Und ist es deswegen beispielsweise in dieser Lage, in der Krise, wo es nicht möglich ist, selbst Vertragsveränderungen zu machen? Denn das ist ja der entscheidende Schwachstelle, dass Vertragsänderungen nur möglich sind in der Einstimmigkeit. Wir hätten bis heute noch kein Grundgesetz, weil die Bayern nicht zugestimmt haben. Wie kommen wir über die Hürde, die Fortentwicklung der Europäischen Union angesichts des Veto-Prinzips bei prinzipiellen Fortentwicklungen zu machen? Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der nichts mit Europäischem Parlament und nationalen Parlamenten zu tun hat, sondern ist mal eine Bereitschaft vorhanden, dass man sich beim Primärrecht europäischen Fortentwicklung unterwirft als Nationalstaat, ohne da ein Veto zu haben. Das ist eine sehr, sehr prinzipielle Frage, nicht nur im Sinne von nationaler Souveränität, sondern auch vom normalen Kompetenzgrad her, auf die wir auf Dauer eine Antwort finden müssen. Und wo es ja bestimmte Passerellen und sowas im Vertrag gibt, bei gutem Willen so etwas zu machen, die auch nicht bisher benutzt worden sind. Und ich glaube, das ist die zentrale Frage, über die entsprechende Fortentwicklung machen können. Aber wozu, aus den Gründen, was ich vorher gesagt habe, wegen des dünnen Eises, auf dem wir stehen, weil zusätzliche Unruhe ist in der Europäischen Union wegen des Overstretchings. Und wenn man eine Krisenlösung im Finanz- und Euro-Bereich macht, dieses Konsequenzen auf Arbeitsmarkt, Sozialpolitik hat und dass dann Leute sagen, da mache ich nicht mehr mit, das ist Europa schuld, obwohl es nicht so ist, aber dass das, glaube ich, schwer durchsetzbar ist, da die entsprechenden Einstimmigkeiten zustande zu bringen, um solche Lösungen möglich zu machen. Das aus diesem Grunde heraus, glaube ich, sehen müssen, dass wir aber Schwierigkeiten haben. Aber ich möchte einen Punkt noch hinzubringen. Das, was wir kritisch über Europa diskutieren als Legitimationskrise,
dieselbe Legitimationskrise, die Nationalstaaten haben, die nationale Demokratie. Es wird immer alles an Europa angesiedelt. Die Legitimationskrise ist eine Legitimationskrise der Eliten, von Politik, von Wirtschaft, VW-Krise und FIFA-Skandal. Das heißt, dass ein Trend in der Bevölkerung, kann man Eliten noch trauen und damit den normalen politischen, auch demokratischen Prozessen. Das ist, glaube ich, eine sehr viel tiefgreifende Krise, die teilweise mit Europa zu tun hat, aber wirklich nur teilweise. Die eigentliche Legitimationskrise ist nicht eine ausschließliche Europakrise. Es ist eine Krise von Politik und demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten, so wie sie bisher wahrgenommen haben. Und wenn es nichts mehr gibt und nicht mal mehr Bischöfe wegen des Missbrauchsskandals, das gehört alles in diesen Topf hinein. Alles in diesen Topf hinein, wenn es niemanden mehr gibt, wo die Gesellschaft sich anlehnen kann und sagt, diese Gruppe von Leuten kann man trauen, sind wir, glaube ich, in einer sehr schwierigen Situation, die sehr viel prinzipieller ist als Initiativrecht oder sowas. Frau Kupsch, ich glaube, das ist nochmal ein Stichwort für Sie zu antworten, deswegen gebe ich nochmal an Sie. Ja, herzlichen Dank. Also zum Initiativrecht, sehr erhellend in der Tat. Mein einziger oder vielleicht mein Einstiegskommentar wäre zu sagen, wenn es denn vor 20 Jahren, als Jacques Delors diese Argumentation so aufgebaut hat, begründet war, das so herzuleiten, dass das Initiativrecht nicht gebraucht, also theoretisch zwar existent, aber praktisch non-existent ist und wird, dann würde ich zumindest zur Diskussion stellen wollen, dass man das nochmal vielleicht sich genauer anschaut heutzutage, ob das vielleicht mittlerweile zeitgemäß wäre. Was sozusagen die perfekte Überleitung ist zur Frage, wollen wir die Europäische Republik neu aufbauen? Nein. Deswegen habe ich gesagt, es geht um Ideen und es geht darum, Kritik als Ansatzpunkt für konstruktive Lösungsentwicklung zu nutzen. Weshalb ich gerne auch schon die Frage an Sie stellen würde, welche Lösungsansätze Sie denn hätten, wenn es darum ginge, das Veto oder das Einstimmigkeitsprinzip zum Beispiel weiter beizubehalten, weil es sich natürlich ohne eine Vertragsänderung nicht verändern lässt. Aber also verstehen Sie, es geht mir wirklich darum zu sagen, zu verstehen, was die Probleme sind, ist natürlich der erste Schritt. Aber das kann nicht der ganze Weg sein. Darum geht es. Und deswegen ist das letztendlich aber als Idee, als Utopie, eben ein Beitrag dazu zu sagen, man kann Dinge anders denken, als sie derzeit sind. Und das ist auch dringend notwendig, um zu verstehen, dass es, wie Sie selber gesagt haben, ein sich immer und ständig vervollständigendes oder veränderndes Konstrukt ist, dieses Europa, das uns alle umgibt. Und was die Legitimationsfrage anbelangt und die Krise, in der sowohl nationale als auch die europäischen Repräsentationsinstitutionen sind, stimme ich Ihnen zu. Und gleichzeitig, glaube ich, ist vieles dessen, was an Unmut in der Bevölkerung existiert, ein bisschen darin begründet, wie relativ lapidar die EU im Zweifelsfall von Ihnen mit der FIFA begründet oder verglichen wird. Und am Ende sozusagen so ein bisschen das so dargestellt wird, als ob wir haben überall Probleme und wir haben überall Schwierigkeiten zu regieren, zu kontrollieren, zu funktionieren und sich dem eben dann nicht anzunehmen. Das ist sozusagen worum es uns letztendlich hauptsächlich geht. Eine Sache will ich aber gerne noch sagen, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen überziehe. Wenn wir uns also das Europäische Parlament nochmal anschauen, zu sagen, wir wollen ein Initiativ, ein genutztes, das werde ich korrigieren nach heute Abend, ein genutztes Initiativrecht des Europäischen Parlaments, ist eigentlich nur ein Schritt von noch einem weiteren, nämlich zu sagen, man müsste auch das Wahlrecht zum Europäischen Parlament verändern. Weil momentan ist es so, dass im Europäischen Parlament ganz viele einzelne nationale Vertreter sitzen, die eigentlich europäische Politik machen sollen und vielleicht sogar auch wollen und am Ende aber doch wieder in ihren Wahlkreis, in den einzelnen Nationalstaaten zurückgehen, um ihren Wählern vor Ort zu erklären, was sie in Europa Positives für die Region, für den Wahlkreis, für das nationale Interesse gemacht haben. Und deswegen bin ich ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, wir müssen uns klar werden, was nationale Interessen sind und dass das in den meisten Fällen oder in den Metatrends eben Dinge sind, die nicht im Nationalstaat gelöst werden können. Wäre so mein Abschlusskommentar. Ja, wir sind schon in einer ganz tief jetzt in einer Debatte hier. Ist Europa also durch die Krisen
Eurokrise, Flüchtlingskrise, Krise, Sicherheit, Desintegrationstendenzen, ist Europa dadurch, die Europäische Union, so muss man es ja konkret sagen, in eine Krise geraten. Und jetzt tritt natürlich diese Frage auf Vertragsänderung, das steht im Raum, um eben tatsächlich die notwendigen Kompetenzen auf die europäische Ebene zu übertragen. Aber erstens, sind die Bürger dazu bereit? Das ist die Frage, die sich natürlich stellt, auf die die Politik hinweist. Nicht in Frankreich wird jede Vertragsänderung im Moment gerade als sehr, sehr problematisch angesehen. Das hört man von allen, auch wirklich denjenigen, die durchaus sehen, dass die Verträge ergänzt, fortentwickelt, vervollständigt, wie das mit Blick auf die Währungsunion, aber vielleicht auch eben den europäischen innenpolitischen Raum, möchte ich mal sagen, den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts der Fall ist. Aber dass Sie eben sagen, mit Blick auf die Bürger, Stichwort Le Pen, nächste Wahl, können wir überhaupt gar nicht so eine vertiefte Integration diskutieren. Und das gilt ja für viele Mitgliedstaaten. Da fehlt es offenbar an Vertrauen. Dann sagen andere, die einzige Lösung ist, wenn nicht alle Mitgliedstaaten mitmachen. In der Tat, das Thema Neugründung oder Kerneuropa, dass eben einige Mitgliedstaaten vorangehen und in diesen Bereichen dann sich vertiefen. Ist denn das dann möglicherweise die Lösung, um Europa aus der Krise zu holen? Ja, dass sich die Staaten, die eben eine gewisse Grundeinigkeit haben, vielleicht zusammenfinden, vielleicht den sogenannten Package Deal, also ein gemeinsames Paket schnüren, wo für jeden was drin ist, und man auf diese Weise in einen Schritt noch in Europa vorangeht. Das ist meine letzte Frage sozusagen hier vom Podium, bevor wir jetzt gleich dann nach der Antwort von Herrn Sarrazin dann auf Ihre Fragen in der Tradition des Europäischen Salons eingehen möchten. Also ich bin ja ein bekennender Gegner der Kerneuropa-Idee. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich da ins Detail gehen soll. Ich glaube aber, dass wir im Zusammenhang mit Solidarität zwei Gedanken uns vor Augen halten sollten, nämlich dass in Bezug auf Mittelosteuropa wir durchaus auch mit denen solidarisch sein sollten, die von den politischen Entscheidungen der großen Mächte vor und am Ende des Zweiten Weltkriegs in ihren persönlichen Lebensentwicklungen getroffen waren, und dass wir da auch in gewisser Hinsicht vielleicht mal ein bisschen unsere sehr westeuropäische Perspektive erweitern sollten. Das andere ist, dass wenn ich die Schuman-Erklärung lese, die ich regelmäßig lese, weil billige Zitate am Anfang von Bundestagsreden, wenn man am Abend vorher denkt, Mist, ich muss ja morgen eine Rede halten, ist die Schuman-Erklärung immer gerne genommen. Ja, immer gerne genommen. Und jedes Mal, wenn ich sie dann wieder lese, denke ich, die genialste Idee war eigentlich das Langweiligste aus dieser Erklärung, nämlich die hohe Behörde. Also die Erkenntnis, dass wenn man die Problematik hat, dass nationale Interessen in einem Widerstreit zueinander um ökonomische Macht kämpfen, wenn man sich die Kriegszielpolitik der französischen und der deutschen Regierung und der darum herumliegenden wirtschaftlichen Interessen im Ersten Weltkrieg anguckt, dann ging es bei den Kriegszielen, die am Ende ein großes Thema dabei waren, ob man bereit ist zu kapitulieren und nicht übrigens, sehr stark um die Frage des Besitzens von gewissen Kohle- und Stahlrevieren der großen jeweiligen in Konkurrenz zueinander stehenden Konglomerate. Und so ähnlich könnte man sagen, hat man ja den Eindruck schon fast, ist es, wenn Angela Merkel und Axel Alexis Tsipras um 1 Milliarde Euro auf irgendeinem Gipfel fighten müssen, was früher ein Pups gewesen wäre, aber was dann aufgeblasen wird als wäre das Wohl oder Wehe von Nationen. Und die Idee von Schuman oder der Schuman-Erklärung war ja, man schafft ein europäisches Interesse, was in der Lage ist, in übernationalen Interessen hinweg etwas vorzulegen, was diese Solidarität von beiden Seiten einfordert, aber mit einem Backing sozusagen fürs europäische Interesse zu sprechen und was die Kapazitäten, die Kompetenzen des Brain hat, also politisch und bürokratisch. Und all diese Ideen von Neugründungen sind für mich das Problem, dass sie, wenn sie parallel zu den bisherigen Institutionen laufen, diese schlichtweg entmachten werden. Und wenn sie ganz neu gründen, das gesamte gesammelte Institutionswissen und auch die ausgehandelten Kompromisse der letzten 50 Jahre, oder wie lange sind jetzt im Europäischen Parlament, Herr Brok?
ich bezahle Ihnen gern Bier aus Solidarität, diese Kompromisse auch verloren gehen würden. Also auf Deutsch gesagt, ein Eurozonenparlament, ich mache jede Wette, würde sich die ersten 5 Jahre nicht auf eine Geschäftsordnung einigen können. Aber bevor wir zur ersten Wahl über ein Eurozonenparlament kommen würden, würden wir uns niemals mehr darauf einigen, wie viele Sitze Deutschland in diesem Parlament hat. Weil Deutschland niemals wieder einen so schlechten Deal für sich akzeptieren würde, zu Unrecht, aber niemals wieder würden wir das durchkriegen, wie wir ihn zum Glück für Europa im Europäischen Parlament haben. Das andere, was vielleicht noch wichtig zu sagen wäre für mich zu dieser Debatte, früher, das hat mal der spanische Botschafter gesagt, ich komme ja aus so einem kleinen Wahlkreis da in Hamburg-Harburg, da ist der Schützenverein das größte und da gibt es dann so einen Wirtschaftsempfang und der heißt Herrenabend, also so ist es da auch und ich bin dann immer nicht im Frack, sondern im Anzug, da werde ich mal schon komisch angeguckt, aber und da war mal der spanische Botschafter zu Gast und hat eine wirklich grandiose Rede über Europa gehalten. Ich weiß nicht, ob das so ganz angekommen ist, aber er hat einen ganz interessanten Gedanken gesagt, den mich seitdem begleitet. Nämlich früher war es so, dass es in Europa bei den großen Verhandlungen immer darum ging, es ging um Gewinnen von Geld, es ging um Kohle, man hat gegeneinander gekämpft bis aufs Blut, um mehr Geld zu kriegen. Aber am Ende ging es immer um Win-Win. Also kriegt man mehr oder weniger, aber irgendwie was für jeden klar eine Win-Position am Ende. Und inzwischen haben wir das Gefühl, dass auf Reden sowohl ökonomisch, aber auch in der Darstellung nach Hause sowas aufkommt, wie wir haben Gewinner, Verlierer. Du fährst zum Rad und es ist wie das WM-Finale, aber ohne, oder das WM-Halbfinale eher, Deutschland gegen Brasilien, aber ohne, dass die Gewinnermannschaft nachher noch den anderen tröstet, so ungefähr. Also diese Art und Weise. Und die fällt in eine Zeit, wo ich sehr stark wahrnehme, dass grundsätzlich der gesamte politische Diskurs von einem Lust am Scheitern geprägt wird. Und von Endzeitdiskursen eigentlich. Also wir sind so dick und es geht so gut wie nie. Aber wir reden die ganze Zeit immer, wenn das passiert, dann ist es das Ende der Welt. Wenn das passiert, ist das Ende der Welt. Und das ist meiner Ansicht nach das große Problem in Solidarität, dass diese positiven Ideen von Europa bringt allen was, bringt Fortschritt, dass die verloren gehen und es gleichzeitig diffamierbar ist, als Europa sorgt dafür, dass die amerikanischen Konzerne die deutsche Buchpreisbindung auflösen. Europa sorgt dafür, dass die Sparkasse nicht mehr funktioniert. Und da in einer rein defensiven Haltung dagegen zu sein, immer zu erklären, warum das nicht ist, so wie die Kommission, Herr Kallis, das immer macht, das ist total lame. Und das glaubt einem inzwischen auch keiner mehr. Und da dann so einen Impetus zu haben wie Ihren und zu sagen, ich stelle eine Utopie dagegen, finde ich eigentlich ganz geil. Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viele Aspekte jetzt in der Runde hier oben aufgegriffen und angesprochen. Wir kommen natürlich hier auch zu keiner endgültigen Lösung, aber ich glaube, es kristallisiert sich doch ein bisschen auch schon einiges heraus, was, glaube ich, jetzt sozusagen durch Ihre Wortbeiträge hier im Publikum noch weiter herausgekitzelt werden kann. Also insofern nochmal auf Schumann bezogen, der hat ja auch in der Tat in seiner Rede diesen Begriff der Solidarität der Tat, also Europa wird durch eine Solidarität der Tat entstehen, der Tatsachen, geprägt und zur hohen Behörde, das ist vielleicht, was Sie sich nochmal notieren können, das ist ja genau die Kritik dann auch, die dieser technokratische Ansatz, der europäischen Integration ja lange anhaftete, so ein elitärer Ansatz, so wurde das ja wahrgenommen, dass wir aber hier doch durch die Demokratie, durch die Stärkung des Europäischen Parlaments inzwischen in einer ganz anderen Situation sind, natürlich auch, weil sich die Europäische Union politisiert hat. Ja, ich bitte und warte schon auf Wortmeldungen. Können wir vielleicht ein bisschen heller machen im Saal? Genau, gibt es schon erste Wortmeldungen, sonst muss ich noch weiterfragen. Da sehe ich eine, wunderbar. Wenn Sie hier vorne, Herr Kriechbaum, glaube ich. Ja, vielen Dank. Das funktioniert, das ist schön. Mein Name ist Michael Wohlgemuth, bin Direktor von Open Europe Berlin. Und Sie haben es schon angesprochen, Herr Kallis, Großbritannien und Brexit, das ist jetzt jenseits der Visionen ein ziemlich konkreter Anlass, sich Sorgen zu machen, ob die Europäische Union nicht in 1-2 Jahren ein wichtiges Mitgliedsland weniger wäre. Und möchte vielleicht Herrn Sarrazin fragen, jetzt konkret diese Vorschläge von David Cameron, was er davon hält, konkret die Idee der Subsidiaritätsrüge, das heißt, dass nationale Parlamente wie Ihres, wenn ein paar davon zusammenkommen, eine Art rote Karte für Kommissionsmitglieder
Legislativprojekte zeigen kann, um so eigentlich die Demokratie über nationale Parlamente zu stärken auf der europäischen Ebene. Und Herrn Brok möchte ich fragen, was er von David Cameron hält, nicht von David Cameron als Person, aber den konkreten Vorschlägen, ob er es für möglich hält, im Dezember schon darüber zu reden, im Februar vielleicht beim nächsten Europäischen Rat zu einer Einigung zu kommen und wie wichtig eigentlich aus Ihrer Sicht Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union ist. Es ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union und wird wahrscheinlich sogar bald Deutschland überholen, so wegen der Demografie und anderen Dingen. Also es ist ein relativ wichtiges Thema, vielleicht im Vergleich zumindest volkswirtschaftlich zu Griechenland. Warum ist Grexit so ein Riesenthema gewesen und Brexit lässt Sie scheinbar bisher ziemlich locker? Das ist eine erstaunliche Wahrnehmung, glaube ich, weil das Europa schon extremst beschäftigt. Aber weitere Wortmeldungen. Ich würde so drei Wortmeldungen vielleicht sammeln und dann antworten wir auf dem Podium und dann gehen wir in die nächste Runde. Hier vorne hatte sich ein Herr gemeldet. Ja, wunderbar, danke. Ja. Können Sie sich kurz aufstehen und vorstellen auch? Gaspard Bromeuf, französischer Student in Berlin. Ich hätte gern eine Frage an das ganze Podium, aber besonders an Fräulein vielleicht. Mit dem Lissabon-Vertrag kam es ja zur Ausdehnung der sogenannten normalen Legislativverfahren, des Mitbestimmungsverfahrens zwischen Rat und Parlament, kam es auch zur direkten Legitimation des Kommissionspräsidentes durch die EU-Wahlen sowie auch zur EU-Bürgerinitiative. Meine Frage wäre, welche Bilanz Sie von diesem neuen Verfahren direkter demokratischen Legitimation auf europäischer Ebene nach einer dreijährigen Existenz ziehen würden. Danke sehr. Ja, danke schön. Da sind wir nochmal bei dem Demokratiethema. Ja, noch eine weitere Frage da vorne. Also hinten. Nee, ja, genau. Dankeschön. Mein Name ist Maximilian Ramesani, studiere Politikwissenschaft an der FU. Meine Frage ist, sind Deutschland und Frankreich noch ein Motor in der europäischen Integration, in der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, wunderbar. Dann würde ich jetzt hier auf dem Podium einfach mal die Runde eröffnen. Herr Brok, wollen Sie anfangen? Also herzlichen Dank, die Frage mit Großbritannien. Ich halte Großbritannien ein wichtiges Land. Da ja keine italienischen und spanischen Freunde hier sind, finde ich auch gut, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union ist, damit wir ein bisschen Schutz gegenüber dem Club Med haben, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Und in der Tat sollten wir darum uns bemühen, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt, aber nicht um den Preis der Verpflichtung zur dauerhaften Stagnation. Zur dauerhaften Stagnation. Innenbinnenmarktgesetzgebung. Wenn Sie es auslegen, dass Sie als Nicht-Euro-Land Einfluss haben, auslegen, als Nicht-Euro-Land nicht benachteiligt zu sein auf dem Binnenmarkt, in dem Sinne nämlich, dass dann auf dem Binnenmarkt nichts mehr passiert, dann oder insbesondere bei Finanzdienstleistungen nichts passiert, dann geht das ein bisschen weit. Fairness richtig abzusichern und auch nicht hinzunehmen, dass man sagt, dass der Euro eine Währung der Europäischen Union ist. Der Euro ist die Währung der Europäischen Union und ein Land hat ein Opt-out. Das ist eine ganz andere Basis, die wir dabei sehen müssen. Und was mit der Solidaritätsrüge zu tun hat, die gibt es im Vertrag. Die orange Karte sagt, wenn 50% der nationalen Parlamente eine Solidaritätsrüge abgeben, kann das Europäische Parlament oder der Rat das Gesetzgebungsverfahren ohne Mitwirkung der Kommission beenden. Dieses haben die nationalen Parlamente bisher kein einziges Mal versucht. Vielleicht kann man das Verfahren noch verbessern, damit das in dem Ablauf dieser 8 Wochen und so weiter besser geschieht.
Im Übrigen scheint es die Einigung mit Großbritannien in dieser Frage zu sein, wenn 55% der nationalen Parlamente, das ist auch die Mehrheit, die man im Rat braucht, aus Subsidiaritäts- und Proportionalitätsgründen ablehnen, dass dann der Rat eine Selbstverpflichtung macht, nicht weiterzufahren. Damit kann ich leben. Ich glaube aber, weiter geht es kaum. Im Übrigen glaube ich, dass Großbritannien mit sich ins Klare kommen muss, ob hier man auf Dauer positiv mitwirkt. Wir sind nämlich inzwischen in einer Situation, dass Großbritannien in wichtigen Bereichen weniger Mitglied ist in der Europäischen Union als die Schweiz oder Norwegen. Das ist de facto so. Und ich glaube, dass das auch Probleme hat. Recht des Parlaments, Sie haben das auf den Kommissionspräsidenten bezogen. Ich glaube, dass das höhere Selbstbewusstsein der Kommission mit dieser neuen Legitimation zu tun hat. Mit der höheren Legitimation zu tun, weil der Kommissionspräsident jetzt, wie Sie sagten, auf Wahlen beruht und mit dem ganzen Verfahren und das Parlament wählt jetzt, akzeptiert nicht mehr. Das hat sich gedreht und das ist, glaube ich, eine Verfassungswirklichkeit neu geschaffen worden, die wir dann auch noch weiter durch vernünftige Arbeit begründen müssen. Und ich muss sagen, dass eine Reihe von Regierungschefs höchst unzufrieden sind, dass es nicht mehr möglich ist, wie in der Vergangenheit, den Kommissionspräsidenten einfach mal anzurufen. Dann geht es anders. Darauf reagiert der Herr Juncker, Gott sei Dank, ziemlich dickfällig. Und das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt im Rahmen der Legitimation oder der auf der Legitimation begründet ist, dass er hier nicht der mehr so allein abhängig ist, wie das bisher der Fall gewesen ist. Übrigens, diese Kompetenz, diese Legitimationsfragen des Europäischen Parlaments hängen auch damit zusätzlich zusammen in der Tat, dass wir das Wahlrecht enden, um darauf noch einzugehen, aber nicht, wie Sie es möchten, mit europäischen Listen, sondern von Beseitigung von Bundeslisten und hin zur Wahlkreisregelung zu kommen. Denn wir müssen dafür sorgen, dass die Abgeordneten näher am Wähler sind und nicht weiter weg vom Wähler. Das heißt, dieser Vorschlag mit europäischen Listen halte ich deswegen für Unsinn, weil es eine Entfernung von der Legitimation des Wählers wird. Und ich werde dadurch nicht ein schlechter Europäer, dass ich in meinem Wahlkreis eine Mehrheit habe. Tipper Neal hat mal gesagt, all politics is local, da kommt die Legitimation her. Und allein daher. Und nicht, indem man das Europäische Parlament durch ein Wahlrecht noch weiter vom Bürger entfernt. Das ist mir, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was Legitimation angeht. Und im Übrigen muss ich zu all den Fragen sagen, die auch mit dem Motor Deutschland-Frankreich angeht. Wir werden diese Motorfunktion dadurch sehen müssen, dass diese beiden Länder bereit sind, den Vertrag von Lissabon auszuschöpfen. Wir werden keine Kompetenzerweiterung in der gegenwärtigen Stimmungslage bekommen durch Vertragsänderung, weil sie nicht ratifizierbar ist. Das war sie politisch in Verhandlungen hinbekäme. Und deswegen halte ich beispielsweise den Ansatz von Präsident Hollande, 42-7 anzurufen in dieser Krise, als einen wichtigen Beitrag. Denn 42-7 wird auf Dauer nur funktionieren, wenn wir etwa ein europäisches zivil-militärisches Hauptquartier bekommen, um sowas zu koordinieren. So gibt es viele einzelne Punkte, wo wir das machen können. Wir können das in der Wirtschaftsunion, in der Währungsunion machen. Der Vertrag macht es möglich, dass der Wirtschafts- und Währungskommissar Chef der Eurogruppe ist, wodurch ich die institutionelle Einheit habe und nicht in einen falsch verstandenen Kreiselei-Europa hineinzukommen oder in Kerneuropa-Diskussion hineinzukommen. Was wir machen müssen in dem Zusammenhang ist, dass wieder mit der weiteren Zusammenarbeit, mit der Permanent Structural Cooperation und so weiter, eine Koalition der Willigen vorangehen kann, im Namen aller, die andere beitreten können, aber nicht neue Trennlinien in der Europäischen Union aufzubauen, um auf diese Art und Weise Fortschritt zu erreichen. Dies ist alles mit dem Vertrag von Lissabon möglich. Und das Verhalten von Herrn Tusk gestern, die Mehrheitsentscheidung in der Asyl- und Migrationspolitik anzuzweifeln, halte ich für einen Skandal. Dies ist ausdrücklich im Vertrag von Lissabon vorgesehen. Die Innenminister haben das 5 Jahre verweigert, ein Entscheidungsprinzip anzuerkennen, das dort vorgeschrieben ist. Und aus dem Grunde jetzt als Präsident des Europäischen Rates die Nichtnutzung von Vertrag zu fordern, finde ich eine schlimme Fehlleistung. Aus grundsätzlichen Gründen, aber auch hier in den praktischen Dingen. Und jetzt, Frau Kupschel, entstanden Sie mir das eine. FIFA und EU habe ich nicht verglichen. Ich habe gesagt, dass insgesamt die Legitimation schwierig ist, wegen des Versagens der Eliten. Und jetzt will ich ein Beispiel nennen. Ich habe gerade aufs Bohnen gesehen, der Lufthansa-Chef
soll jetzt 300.000 Euro Gehaltserhöhung haben. Dies in der Situation von Streiks, die die Lufthansa hat, gleichzeitig dem Chef 300.000 Euro mehr zu geben, sind alles die Bestandteile, die das Vertrauen der Bevölkerung in Eliten zerstören. Diese Verhaltensmuster. Und da müssen endlich die Eliten, ob sie politische, wirtschaftliche, gewerkschaftliche Eliten oder Fußballeliten sind oder kirchliche, begreifen, dass das so ist. Sie haben ja ganz viele Aspekte angesprochen. Also ich nehme noch mal, greife noch mal den ganz bewusst heraus. Also Sie sagen, im Vertragsänderung in absehbarer Zeit zur Lösung der Krisen nicht möglich. Also müssen wir die, ja, ist schon klar. Ja. Dennoch müssen wir versuchen, die Vision zu beschreiben, ja, um von der Seite den Druck zu haben. Also mein Pragmatismus, den ich damit ausdrücke, darf nicht Hindernis sein, Diskussion an Vision als Treiben, als Druckinstrument voranzubringen. Und eben dann den Vertrag ausschöpfen. Der Vertrag erlaubt ja eben auch das Vorangehen einiger Mitgliedstaaten. Das hatten Sie angesprochen mit der verstärkten Zusammenarbeit. Und Sie haben auf diese institutionellen Aspekte auch hingewiesen. Also dass eben zum Beispiel der Währungskommissar Präsident der Eurogruppe werden könnte. Und dann hätten wir hier eben auch sozusagen schon den ersten Ansatz dessen, was der Fünf-Präsidenten-Bericht zur Reform der EU eben fordert, eigentlich mit diesem Europäischen Schatzamt, dem europäischen Finanzminister, der deutsche Vorschlag von Herrn Schäuble, dass hier dann eben praktisch doch eben ein Vertreter der Kommission als Hüterin des Unionsinteresses praktisch den Vorsitzenden der Eurogruppe führt. Das wollte ich nur noch mal kurz aufgreifen. Das ist nämlich auch eine interessante Debatte, die wir gerade erleben, eben dieses der Wille zum Ausschöpfen dessen, was wir haben. Das wird, glaube ich, ein ganz großes Thema auch in der nächsten Zeit sein. Das müssen die Mitgliedstaaten natürlich mitmachen, die, und auch das Bundesverfassungsgericht, die dann immer auf die Kompetenzordnung natürlich schauen. Stichwort Ultraviruskontrolle, also Kompetenzüberschreitungskontrolle. Das wird dann eben auch nochmal ein sensibles Thema werden. Aber ich will jetzt nicht zu viel reden, sondern jetzt erstmal weitergeben an Frau Kupsch. Sie waren ja auch nochmal angesprochen mit Blick auf die Gesetzgebung. Ja, genau. Also wahnsinnig gute Frage. Und ich muss einfach ganz offen und ehrlich zugeben, dass ich da einfach in keiner Position bin, ein Zwischenfazit hier in einer informierten Weise abzugeben. Also ich könnte über meinen Eindruck und meine so subjektiv aus bestimmten punktuellen Sachen, die ich beobachten kann, schon was sagen. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was hilfreich wäre. Also würde ich einfach mal meine eigene Subjektivität zumindest so weit kritisieren, dass ich die jetzt nicht hier mit allen teilen will. Was ich aber interessanterweise zum Beispiel gerade erst heute Morgen bei einem Besuch im Bundestag gehört habe, und das richtet oder bezieht sich explizit auf das neue Instrument der Europäischen Bürgerinitiative, ist, dass das zumindest sich an nationaler Stelle als Vorbildmodell vorgestellt wird und man darüber anfängt nachzudenken, warum nicht auch auf nationaler Ebene zum Beispiel eine Bürgerinitiative dafür geeignet wäre, bestimmte Bedürfnisse dem Gesetzgeber zum Ausdruck zu bringen. Und das finde ich, gerade wenn wir darüber nachdenken, wie können die nationalen und die nationalen Institutionen und also die nationale Ebene mit der europäischen Ebene besser verschränkt werden, absolut bemerkenswert. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal auf einen vorhergefallenen Kommentar, fände ich, natürlich gibt es die Möglichkeit, dass die nationalen Parlamente eine Subsidiaritätsrüge anstoßen. Und trotzdem ist es so, dass die, also das sind alles diese theoretischen Möglichkeiten und Regelungen, die existieren, aber weitestgehend ungenutzt bleiben. Was zumindest auch eine Erfahrung ist, über die kann ich informierter sprechen, die wir in unserer Arbeit am Lab haben. Wir versuchen nämlich herauszufinden, was genau der Spielraum ist, den die bestehenden Verträge erlauben, zwischen nationalen Parlamenten besser, also die Abgeordneten verschiedener nationaler Parlamente besser zu verknüpfen mit dem, was das Europäische Parlament tut. Wir reden mit all diesen Abgeordneten in 6 verschiedenen Ländern und wir wollen von ihnen wissen, was sie eigentlich als die Hauptprobleme und Hürden empfinden. Und wir wollen auch, dass in diesen 6 verschiedenen Workshops die Abgeordneten Lösungen entwickeln, wie diese Probleme und Hürden überwunden werden könnten. Und am Ende, das lässt sich jetzt absehen, wollen wir eine vergleichende Studie entwickeln. Es wird hoffentlich 2017 dann soweit sein, wo wir feststellen können, gibt es sowas wie eine Deckungsähnlichkeit, also Probleme, die offensichtlich in mehr als einem Land bestehen, vielleicht sogar in allen 6.
oder eben auch Lösungen, die funktionieren könnten für eben diese Verschränkung von nationaler Ebene mit europäischer Ebene, um zum Beispiel, und ich glaube, das ist schon auch noch Zukunftsmusik, so eine koordinierte Aktivität verschiedener Institutionen auf nationaler Ebene erreichen zu können, dass letztendlich damit das Europäische Parlament befähigt wird, zum Beispiel eine Subsidiaritätsrüge auch tatsächlich umzusetzen. Ja, danke schön. Was ich ganz überraschend finde, ist ja, dass wir irgendwie auch jetzt von den ersten Fragen, die jedenfalls kamen, so diese Krise der Europäischen Union, die in den Medien eine große Rolle spielt und manchmal auch in der Wissenschaft, da wird von der Desintegration der Europäischen Union gesprochen und auch in der Politik durchaus sichtbar wird, gar nicht so, das offenbar gar nicht so empfinden. Ist das jetzt sozusagen dieser europäische Idealismus, den wir hier dem ja oft dann so vorgeworfen wird, der ist so realitätsfremd, so entfernt. Da möchte ich Sie sozusagen ergänzend auch natürlich mit einer Antwort auf die Fragen nochmal ansprechen, Herr Sarrazin. Also vielleicht haben Sie auch ein besonders distinguiertes Publikum, Professor Kallis. Oder Sie haben eine Eingangskontrolle gemacht mit irgendeiner Frage zum Vertrag oder so. Wobei dafür ist es zu voll, vermute ich. Ich habe ja diesen Vorschlag seit einiger Zeit gemacht, dass ich sage, wenn so viele nationale Parlamente das größte Problem in der Information haben, wir verklagen den Bundesfinanzminister Schäuble jetzt auch wieder, weil er ja diesen Grexit-Vorschlag da mal gemacht hat und damit die Rechte des Deutschen Bundestags verletzt hat. Ganz lustige Idee eigentlich, dass man über Nacht als Bundesregierung plötzlich bemerkt, dass man ein Land aus dem Euro austreten haben lassen möchte und zwei Tage vorher hat man zu diesen Vorschlägen noch gesagt, die seien einem nicht bekannt. Das zeigt ja, dass eigentlich in unserer Welt Wissen Macht ist, weil an diesem Wochenende konnte niemand in der deutschen Politik diesen Vorschlag schnell kommentieren, als er gemacht wurde, weil er über die Öffentlichkeit genutzt wurde, um in der Verhandlungssituation eine Drucksituation aufzubauen, um etwas zu erreichen. Und die Abgeordneten der Opposition, aber auch der Koalition in Deutschland konnten gar nichts dazu sagen, weil sie den Vorschlag dann bekommen hatten, als die Verhandlungen zu Ende waren. Diese Ungleichzeitigkeit würden wir gerne lösen, indem wir sagen, alle Mitglieder des Rats sind ja Mitglieder der Europäischen Institution Rat, verpflichten sich, werden im Vertrag verpflichtet, gewisse Mindeststandards der Information gegenüber ihren, den sie legitimierenden nationalen Parlamenten zu machen. In Artikel 12 könnte man einen entsprechenden Satz einbauen. Dann würden vielleicht auch die französischen Kollegen durch Europa mal Rechte geschenkt kriegen, die sie gegenüber ihrem Präsidenten niemals durchgesetzt bekommen würden. Das andere, was gefragt wurde in dem Zusammenhang vielleicht auch, ist diese gelbe, rote Karte. Also ehrlich gesagt, also ich halte davon nichts. Wenn man das EP dann entscheiden lassen würde, ob man den Gesetzgebungsakt zurückzieht, okay. Aber sonst wird das meiner Ansicht nach eine massive Schwächung des Europäischen Parlaments bedeuten, weil in Sachen, wo sich der Rat weitgehend einig ist, dass es keine progressiven Reformen geben soll und das EP der Motor ist, vielleicht zusammen mit der Kommission, die aber schon jetzt sehr stark auf die Mehrheiten im Rat guckt, man dann einfach über genehme Mehrheiten was organisieren kann. Und also Datenschutzgrundverordnung beispielsweise, Herr Brok, ich glaube, die wäre mit so einem Modell schon längst tot. So. Da hätte der Rat freiwillig erklärt, er stellt sie ein, weil die nationalen Parlamente das ja für böse halten. So. Also auch eine Debattenlage, die komisch ist. Ich wäre mir auch nicht sicher, ob der Deutsche Bundestag sowas ratifizieren würde. Also alle Parteien im Bundestag sind sich einig, dass sie von diesen ganzen gelben Karten, grünen Karten, roten Karten nichts halten. Und ich würde dann, wenn ich Großbritannien wäre, da nicht mit der Bundesregierung alleine darüber reden, sondern dafür sorgen, dass der Bundestag rechtzeitig einbezogen wird, weil ansonsten, glaube ich, werden die Kollegen einfach sagen, gebt das dem Cameron ruhig, aber diese Vertragsänderung hat dann einfach keine Mehrheit im Parlament, weil die nationalen Parlamente ja so wichtig sind in dieser Vertragsänderung. Es wäre sonst auch eine interessante Idee, um den Cameron vor die Wand laufen zu lassen. Das wirkliche Problem, was ich mit seinen Vorschlägen aber habe, ist, irgendwie schafft das der David Cameron mit den Referenden immer nicht so richtig. Also das ist also fast so schlecht wie die Olympiakampagne in Hamburg, sind so die Referendumskampagne von David Cameron. Ja? Und als ich diese vier Vorschläge gelesen habe, habe ich erst gedacht, oh, naja. Und dann habe ich gedacht, verdammt, so gewinnt er doch nie dieses Referendum. Der tut ja noch nicht mal mehr so, als hätte er geglaubt, er könne was durchsetzen. Das ist tatsächlich meiner Ansicht nach ein Problem. Ich mache mir große Sorgen um das Referendum in Großbritannien, obwohl ich vor einem Jahr noch Wetten abgeschlossen habe. Ich weiß nicht, ob auch mit Ihnen,
Nee, zum Glück nicht. Dass auf jeden Fall Großbritannien sich für ein Jahr drinbleiben entscheiden wird, weil ich einfach die Strategie, die Kampagnenstrategie von David Cameron nicht verstehe. Ich habe selber noch gesagt, ihr müsst gucken, dass ihr einen Deal vorher informell absprecht, damit ihr dann als das, was ihr schon alles nicht kriegen würdet, so als Erfolg verkaufen könnt, damit es dann sozusagen gleich getabled wird. Ich habe jetzt das Papier so gelesen, dass man schon weitgehend auf das, was man nicht kriegen wird, eingegangen ist. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass man das dann gleich als gemeinsame Einigung verkauft und nicht das, was man vielleicht schon nachgibt, als Verhandlungsposition noch reingibt. Also meiner Ansicht nach ist das nicht so besonders klug. Die Frage, ob Deutschland und Frankreich noch Motor von Integration sind. Ich habe vor einiger Zeit bei einer Bertelsmann-Veranstaltung mal den Satz gesagt, der ein bisschen gemein war. Aber der deutsch-französische Motor heißt mindestens 7 Jahre Stillstand. Vor dem Hintergrund, dass der Präsident Hollande schon seit einiger Zeit absehbar ist, dass kein Referendum von ihm angesetzt werden wird für Vertragsänderungen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Herr Sarkozy die nächsten Wahlen gewinnt oder Frau Le Pen oder vielleicht doch Herr Hollande wieder. Aber ich glaube, dass wir die Europäische Union etwas kreativer denken müssen. Ich glaube, wir müssen in Konstellationen denken, wo tatsächlich es Frontrunner gibt. Und Deutschland und Frankreich haben als Kuppel dann die Aufgabe, jeweils den anderen mit ins Boot zu holen. Ich glaube, es gibt Bereiche, da sind die Italiener, da sind die Spanier, da sind auch baltische Staaten bereit voranzugehen und mit Deutschland beispielsweise. Und dann ist es die Aufgabe von Deutschland, die kritische Masse so zu organisieren, dass man dann Frankreich reinholt und in anderer Hinsicht von Frankreich auch. Aber diese Idee, Deutschland und Frankreich setzen sich zusammen, schlagen was vor und das ist dann die Lösung für Europa, ist meiner Ansicht nach von vor 2004 und wird nicht mehr funktionieren, zumal sich ja schon Deutschland und Frankreich immer dahinter verstecken, dass sie ja gerne würden, aber niemand anders es will. Wir hatten vorgestern Frau Merkel bei uns im Ausschuss, diesmal war Herr Brok leider nicht da. Letztes Mal, als sie da waren, hat Frau Merkel noch gesagt, Vertragsänderungen sind Teufelzeug, das können wir nicht machen. Vorgestern hat sie gesagt, sie würde sofort Vertragsänderungen machen. Sofort. Sie würde sofort das Eurogruppenprotokoll ändern, aber andere wollen es ja nicht. Am Ende ist das eigentlich genau das gleiche Wording, nur dass man abwechselnd sich hinter sich selber versteckt oder hinter anderen versteckt. Das ist mein Eindruck. Ja, weitere Fragen jetzt aus dem Publikum ins Gespräch. Ja, hier sehe ich schon zwei Fragende. Hier links vorne. Hallo, Knoll mein Name, ich habe eine Frage und zwar würde es nicht eher Sinn machen, es kam häufiger auf in der Diskussion, dass der Umstieg von Konsensentscheidungen zu Mehrheitsentscheidungen dann am Ende zu Krisen führt, zu Legitimationsproblemen, zu Umsetzungsproblemen und so weiter. Ob nicht dieser graduelle Wechsel der Kultur ein möglicher Grund für die Krisen ist? Dankeschön. Weiter, das war die, ja, dann können Sie gleich weitergehen, genau. Celik, mein Name. Ich bin aus der Schweiz, ein Postdoktorand hier an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu zwei Sachen würde ich mal meine Meinung äußern. Also die Europäische Union ist ja ein Produkt der wirtschaftlichen Entwicklung, weil die Wirtschaft sich supranational organisiert. Irgendwie muss man den Staat so reformieren, dass er auch supranational sich organisiert, sodass er Lösungen für die momentane wirtschaftliche Entwicklung findet. Wenn man den letzten Vertrag sich anschaut, der eigentlich diese Tendenzen ein bisschen in dem Sinne kodifizieren sollte, zum Beispiel sieht man die Beteiligung, also sollte man sich überlegen, wie kann man auch Demokratie supranational organisieren. Dann müsste man natürlich der Bevölkerung und Repräsentanten der Bevölkerung die Möglichkeit geben, auf der supranationalen Ebene Handlungsformen zu finden. Eine davon war die Bürgerinitiative, aber die Bürgerinitiative ist gar keine richtige Initiative. Denn in der Schweiz hat man mehrere Initiativen, um die Bevölkerung an der Bundesebene zu beteiligen. Und da gibt man der Bevölkerung direkte Möglichkeiten, durch Referenden und Initiativen Gesetze zu lancieren oder Gesetze zu ändern. Die Bürgerinitiative eigentlich ist die Möglichkeit, dass 1 Million von Menschen einen Wunsch äußern, aber die Kommission darf immer noch entscheiden, ob sie überhaupt da was machen oder nicht. Deswegen ist das keine echte eigentliche Initiative und das überzeugt auch die Bevölkerung nicht.
Das Gleiche auch für die nationalen Parlamente. Ich meine, man hat den nationalen Parlamenten quasi eine Möglichkeit gegeben, sich auf an der supranationalen Demokratie zu beteiligen, aber diese Möglichkeiten führen nicht dazu, dass die nationalen Parlamente wirklich auch was ändern können. Wenn man zum Beispiel wirklich die Anzahl der nationalen Parlamente reduzieren würde, die so eine Initiative lancieren können, dann würde wahrscheinlich so ein Land wie Großbritannien auch nicht einmal aus der Union austreten wollen, sondern direkt sich auf Unionsebene irgendwie beteiligen können. Deswegen schlage ich vor, das wäre meine Frage, wie wäre es, wenn man zum Beispiel den nationalen Parlamenten ein direktes Initiativerecht gibt, nicht nur dem Europäischen Parlament, sondern sogar den nationalen Parlamenten, sodass die Mitgliedstaaten sich auf supranationaler Ebene an der repräsentativen Demokratie beteiligen. Vielen Dank. Dann hätten wir hier vorne noch eine Wortmeldung. Und okay. Hallo, mein Name ist Julian Baunach, Student hier in Berlin. Ich hätte eine Frage an Herrn Brok. Der Gedanke von der Krise der Eliten fand ich sehr interessant und wollte gern fragen, inwiefern diese Krise vielleicht am Kern der Krise der EU ist oder in der Krise von vieler demokratischer Legitimation, zum Beispiel auch in Deutschland. Insofern war das auch eine Frage für Herrn Sarrazin. Und inwiefern dieser Gedanke der Krise der Eliten denn ein Thema in den Parlamenten ist, sowohl Bundestag als auch Europäisches Parlament, oder ob das als zu philosophischer Gedanke vielleicht nicht im politischen Alltag auftaucht. Das wäre meine Frage, danke. Dankeschön. Dann nehme ich, hatte ich noch da, genau, die in der Mitte, ja, wenn Sie kurz mal aufstehen, dann sehen Sie. Ja, danke schön. Julia Habesitzer, auch von der Freien Universität. Ich hätte eine Frage zum Stillstand und zur Langsamkeit der Europäischen Union. Gerade Stichwort Euro- und Flüchtlingskrise, wenn Bürger schon aktiv werden, diskutiert man in Brüssel immer noch. Genau, also wenn Sie da zustimmen würden, was könnte man dagegen machen, damit es schneller und flexibler wird? Und noch eine zweite kleine Frage, wenn es geht, sind wir nicht auch in einer Wahrnehmungskrise? Also man spricht immer von Euro- und Flüchtlingskrise, aber könnte man das nicht eher als Chancen sehen, als in den letzten 20 Jahren eben Herausforderungen, die kommen mussten und Chancen sind und deswegen eigentlich eher vielleicht Euro-Chance und Flüchtlingschance? Ja, das ist ein interessanter Ansatz, weil das ja auf einem ganz historisches Argument ist, was jetzt allerdings zunehmend in Frage gestellt wird in der öffentlichen Debatte. Aber die Europäische Union hat sich in der Tat immer auch in Antwort auf Krisen, das ist ja so ein historischer Aspekt, fortentwickelt. Da, glaube ich, antworten wir jetzt mal auf die Fragen. Frau Kupsch, wollen Sie mal anfangen? Dann fange ich einfach rückwärts an, die Fragen zu beantworten. Also Wahrnehmungskrise, ist das eine Frage des Wordings? Und ich weiß nicht genau, ob das... Also natürlich ist das eigentlich ja unser Startpunkt, auch zu sagen, das sind sozusagen Sachen, die hätte man kommen sehen können und hat man zum Teil auch, aber man hat sich zum Beispiel in der Frage Ever Closer oder Ever Bigger Union erstmal für größer entschieden und nicht für tiefer und hat dadurch bestimmte Ausbaustellen nicht zu Ende bringen können. Und dazu zählt eben beispielsweise, zumindest aus meiner Sicht, eine Fiskalunion, aber auch soziale Elemente, die einer Generation wie unserer eigentlich auf die Füße fallen, weil wir heute in England, morgen in Frankreich und gestern vielleicht in Italien arbeiten und am Ende aber vielleicht zum Beispiel wieder in unser Heimatland oder Geburtsland zurückkehren, was in meinem Fall Deutschland wäre, und am Ende mir niemand sagen kann, wie zum Beispiel ich mein Arbeitslosen- oder die Arbeitslosengeld zum Beispiel in Frankreich, Italien oder England wieder bekommen würde oder auch wie meine Rente sich eigentlich zusammenstückeln würde in geschätzten 80 Jahren. Das sind also Sachen, wo man hätte sehen können, okay, da müsste man sich drum kümmern. Es wird eine Generation geben, die die Mobilität, wie sie gewünscht wurde, auch lebt. Aber das ist natürlich auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht passiert. Trotzdem liegt darin natürlich eine Chance. Und viele erkennen das. Ich würde aber trotzdem ungern in so eine
Wortpoliererei zumindest verlieren wollen, also oder abdriften wollen, weil zu sagen, naja, man müsste jetzt ein Problem nur umdeuten und dann wird es eine Chance, ist zu schön nur rhetorisch sozusagen. Und deswegen muss man da wirklich an die Substanz gehen und das und sich dem halt stellen. Und deswegen finde ich, dass den Begriff Problem eigentlich in Ordnung, weil damit also oder zumindest konnotiert wird, dass es einer Lösung bedarf. Wenn man sagt, es ist eine Chance, dann kann man anschließend sagen, naja, wir haben die Chance vorbeiziehen lassen, sozusagen. Eliten als Legitimation, Elitenkrise gleich Legitimationskrise habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich glaube schon, dass das auch einen Kern hat, der berechtigt ist. Letztlich vielleicht aber auch nur in der Wahrnehmung. Das lässt sich für mich nicht so gut trennen. Es gibt eine ganze Menge Institutionen und Möglichkeiten, die geschaffen worden sind, ohne dass das wirklich das Leben und das Handeln vieler Menschen in Europa jemals interessiert oder auch nur berührt hätte. Sodass natürlich in dem Moment, wo wir gerade alle aufwachen und merken, hey, um uns herum ist was geschaffen worden, was trotz dem wir das vielleicht bisher nicht gemerkt haben, aber doch eingreift in das, wie unser Gemeinwesen gestaltet ist und damit letztendlich auch Entscheidungen heute, die uns betreffen. Also zum Beispiel, wenn entschieden wird, dass Deutschland sich einem Einsatz in Syrien beteiligt, hat das nicht so viel mit Europa in erster Instanz zu tun momentan. Aber wir merken, dass die Welt irgendwie größer geworden ist und dass wir nicht mehr nur innerhalb unserer Nationalstaaten verstehen können, was passiert. Und ich glaube, es ist ein bisschen ein einfacher Mechanismus, dann zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, das haben andere gemacht, das sind Leute, die sozusagen vermeintlich über oder unter oder neben mir stehen. Und deswegen glaube ich, ist das ein bisschen auch eine kaschierte Kritik an Eliten. Ich würde dem aber trotzdem auch eine Berechtigung zusprechen, weil aus meiner Arbeitserfahrung ich durchaus bestätigen kann, dass mit einem Ansatz zu sagen, wir müssen uns dem Problem stellen und hier wäre zum Beispiel ein Gedankenansatz, wie wir es machen könnten, schnell eine sehr herablassende, abschmetternde Haltung aus dem System, würde ich das jetzt mal nennen, zurückkommt, weil man natürlich eine gewisse Fahrtabhängigkeit auch geschaffen hat damit, wie man Probleme oder Lösungen findet und wie man damit umgeht und damit auch eine gewisse Bequemlichkeit einhergeht. Das, glaube ich, wären die zwei Sachen, auf die ich mich beziehe. Danke. Dann gebe ich an Herrn Sarrazin eben weiter. Also die Frage eines Initiativrechts für nationale Parlamente. Wenn ich mir vorstelle, ich würde im Bundestag vorschlagen, dass wir den Landtagen ein Initiativrecht geben für deutsche Gesetze, das würden wir niemals mit uns machen lassen. Ja? Dann hätten ja schon vielleicht 5 Bundesländer die Möglichkeit, immer zu beantragen, dass der Bund ihnen jetzt aber hier mal Milch und Honig ausschenken soll. Und dann würde das der Bund immer ablehnen und dann wäre immer die Bösen da von der Regierung gerade im Bund als Wahlkampfthema zu Hause. Und abgesehen würde auch, also in Hamburg, die Bürgerschaft würde auch niemals zulassen, dass die Bezirksversammlung Anträge in der Bürgerschaft vorlegen. Hätte auch staatsrechtlich Probleme, meiner Ansicht nach zumindest, weil zumindest für das Bundesverfassungsgericht ja die Frage des Staatsvolks ziemlich wichtig ist. Und wenn das Europäische Parlament irgendwann noch mal zum echten Parlament werden soll, dann müssen meiner Ansicht nach auch die Gesetzesinitiativen aus europäischen Institutionen zumindest gedraftet werden. Die Krise der Eliten, also ich finde das eigentlich total richtig. Also ich habe überlegt, erstmal kluger Gedanke, Herr Brok, finde ich, könnte was sein. Da habe ich kurz überlegt, gehöre ich schon zu den Eliten? Bin ich dann vielleicht mitschuld? Vielleicht ist es ein bisschen so, dass wir eine Krise von Eliten insofern haben, dass Politik, Journalismus, Medien, Wissenschaft, Wirtschaft tatsächlich versagt darin, noch selber die Reichhaltigkeit der Phänomene der europäischen Einigung überhaupt wahrzunehmen und daraus Lösungen zu stricken. Aber vielleicht ist es auch so, dass wir in keinster Weise unser Land darauf vorbereiten, wie viel wir in der Wahrnehmung von außen als Deutschland und als Europäische Union an Bedeutung gewonnen haben für die Regelung der Probleme in unserer Weltregion. Also ich glaube, da verschiebt sich gerade etwas grundsätzlich, was wir in diesem Syrien-Konflikt so ein bisschen aufflackern sehen, nämlich dass jetzt plötzlich Europa, also in irgendeiner Form Frankreich, mit im Hintergrund mit Deutschland, mit der deutschen Beteiligung, dass wir auch ein
mit ein paar Fliegern da unterwegs sind, mit Putin versuchen, den Deal zu machen und Assad und allen anderen. Und nicht mehr Obama derjenige ist, der sozusagen diese Koalition schmiedet. Weil die Amerikaner plötzlich sagen, ihr müsst das jetzt lösen. Und vielleicht haben wir in Deutschland und auch sozusagen ich als Grüner, die ja immer sagen, so dieses Deutschland-Deutschland-Kram nervt uns ja auch ein bisschen oder so, auch nicht wahrgenommen, inwiefern allein das politische Argument, Deutschland nimmt sich eines Problems an, für viele Menschen in der Welt heißt, da wird es eine Lösung geben, selbst wenn wir gar keine Ahnung haben, wie wir das lösen wollen. Und ich glaube, dass das tatsächlich, also das ist so nach meinem Eindruck auch von heute und von gestern, mein Gefühl, dass die Eliten die Menschen in Deutschland total im Dunkeln darüber lassen, wie sehr sich diese Lage verändert. Diese Lage wird aber wiederum ein Druck für Veränderung sein, der so gewaltig sein könnte, dass wir in 5 Jahren darüber lachen, dass wir hier so eine Depri-Runde geschoben haben und dass nichts an Integration passieren wird. So Depri war es noch gar nicht, Herr Kallis, aber vergleichsweise zu so enthusiastisch wie wir sonst mal waren, ist es schon ein bisschen Depri. Ansonsten Stillstand bei der EU, bei Euro und Flüchtlingen. Ich glaube, bei der Euro-Krise waren 2 Punkte ganz wichtig. Erstens, wir hatten Akteure, die sehr stark ein Prinzip, also Angela Merkel hat dieses Prinzip ausgerufen, das machen lieber die Staats- und Regierungschefs im klassisch französischen Modell miteinander, anstatt starke europäische Institutionen drin zu haben. Das französische Modell ist jetzt nicht so erfolgreich, wenn man sieht, dass natürlich auch in Frankreich ein paar Reformen ausstehen eigentlich. Das andere war, es ging einfach um Geld. Und das ist in den Debatten auch zu wenig klar gemacht worden nach draußen. Sozusagen, es ging einfach um Geld. Also die Frage der Lösung Griechenlands hatte am Ende immer einfach eine Obergrenze, wie viel man bereit war, an Geld zu leihen. Und das konnte man richtig oder falsch finden, aber ein realistischer Umgang damit war, bei der ersten Runde wollte man höchstens 120 Milliarden oder 110 Milliarden leihen. Und an anderen Stellen auch. Und die Debatten um Geld sind immer relativ hart und relativ tough. Und das Dritte ist, dass wir in der Euro-Krise ganz viele Transformationsaspekte eigentlich hatten, die angegangen werden mussten. Also jedes Land, das in so einer Krise war, eigentlich auch alle anderen Länder in Europa, haben gewisse Defizite an Reformen. Und diese Transformationsanstöße kommen jetzt plötzlich von außen. Aber nicht mehr sozusagen allein durch die Realität, sondern die Realität wird formuliert durch die Troika oder durch die Finanzministerrunde oder durch andere Akteure. Und ich glaube, dass das für sehr viel Missverständnis und Widerstände gesorgt hat, auch deswegen, weil man da nicht gut miteinander umgegangen ist im Kommunizieren. Bei den Flüchtlingen, ich weiß nicht, ob wir bei den Flüchtlingen so einen Stillstand lange haben werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da einiges bewegt. Uns muss allerdings klar sein, dass das einzige schlagende Argument dafür, dass Länder, die sehr stark noch davon geprägt sind, ethnische Homogenität als nationale Versicherung des Überlebens zu haben, aufgrund der Erfahrungen im Kommunismus, dass das einzig starke Argument sein wird, dass Deutschland mehr macht, deutlich mehr macht. Das ist der Schlüssel, um etwas aufzuknacken im Sinne von, dann könnt ihr euch nicht verweigern. Das heißt, dass die Debatten, die die CSU lanciert, dafür sorgen, dass die Polen und Ungarn sagen, ja seht ihr, aber ihr wollt das ja eigentlich auch gar nicht. Dessen müssen wir uns bewusst sein, dass so wie früher der deutsche Geldbeutel das Schmiermittel in Anführungszeichen von Integrationsschritten war, jetzt nicht im Sinne von FIFA, das ist ein Wort, was immer falsch verstanden wird, sondern im Sinne von Sachen möglich machen, indem man ein bisschen großzügig ist. So ist es die Bereitschaft Deutschlands, jetzt mehr zu leisten im Rahmen dieser sogenannten Flüchtlingskrise. Und meiner Ansicht nach wird das am Ende dafür sorgen, dass zum Glück nicht Großbritannien das größte und wirtschaftsstärkste Land in Europa wird, sondern dass dank der Flüchtlinge das Deutschland bleibt, weil wir wollen den Briten ja nicht zumuten, dass wenn sie in der EU bleiben, sie auch noch alles führen müssen, weil sie am größten und am stärksten sind. Ich glaube, das würde endgültig zur Verzweiflung führen dort. Ja, Herr Brok, jetzt ist es an Ihnen. Die Frage, die mit Konsens und Mehrheitsentscheidung zu tun hat. Die Mehrheitsentscheidung ist das Instrument des Konsensherstellens. Denn man muss sich einigen, weil man sonst die Gefahr läuft, überstimmt zu werden. Und das Veto ist das Prinzip des Nichtkonsenses, weil ich mit dem Veto-Prinzip entweder erpresse, um mehr für mich herauszuholen, oder alles blockiere und unter 28 haben sie nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung immer einen Idioten, der blockieren will.
Und deswegen, je höher die Zahl wird, desto weniger sinnvoll macht ist die Einstimmigkeit. Und wir haben nur einen europäischen Binnenmarkt, weil man damals mal mit der Zustimmung von Margaret Thatcher Mehrheitsentscheidung eingeführt hat. Margaret Thatcher würde heute aus der Tories-Partei ausgestoßen wegen Europafreundlichkeit. Sie würde nicht mehr aufgestellt werden für das Europäische Parlament in der Tory-Partei aus der heutigen Sicht. Ich weiß noch, das ist aus dieser Brexit-Debatte, dass ich als junger Union-Mann 1975 zufälligerweise neben Margaret Thatcher hergegangen bin, als wir durch die Straßen von London zogen, um bei einem Referendum Ja für Europa zu stimmen. Das hat mit der heutigen Tory-Partei nichts mehr, aber wirklich nichts mehr zu tun. Und ich glaube auch, dass diese Konsensbildung durch Mehrheitsentscheidungen notwendig ist, um Lösungen zu haben. Und das ist die Frage, die mit dem Stillstand in der letzten Frage angesprochen worden ist. Der Bürger ist nicht daran interessiert, wo die Kompetenz liegt. Daran sind nur Beamte und Politiker interessiert, weil das mit ihrer Macht zu tun hat. Der Bürger ist daran interessiert, dass es eine Lösung gibt in der Flüchtlingsfrage. Der Bürger ist völlig uninteressant, ob die Zuständigkeit für seine Sicherheit beim Ortssheriff liegt, bei der Landespolizei, der Bundespolizei oder was auch immer. Er möchte sicher über die Straße gehen. Der Bürger ist lösungsinteressiert, Politik und Apparat sind kompetenzorientiert. Und das muss der Apparat begreifen. Und danach müssen wir zuordnen, wer was macht, um Lösungen zu erreichen. Das scheint mir, glaube ich, der vernünftige Ansatzpunkt zu sein. Und übrigens bin ich der Auffassung, wer Sarrazin, dass man jetzt in diesem Bereich schneller was bekommt. So wie wir das auch in der Eurokrise gemacht haben. Die Eurokrise ist ja ein Erfolgsdollar, außer im Fall Griechenland. Irland hat 5% Wachstum, Portugal zahlt frühzeitig zurück auf eigenen Wunsch, Spanien hat nur 60% der Mittel in Anspruch genommen und Zypern wird Ende des Jahres heraus sein und die Krise im Wesentlichen bewältigt haben. Das ist eine Erfolgsstory. Wir diskutieren aber nur im Zusammenhang von Griechenland. Die Euro-Situation, so als würden wir nur am Beispiel Bremen die wirtschaftliche Situation Deutschlands diskutieren. Gehen wir auch nicht weiter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir da entsprechend sehen wollen. Die Frage mit der Legitimation weiter. Also ich stimme erstens der Ausgangsposition nicht zu, dass die Europäische Union ein Produkt der wirtschaftlichen Entwicklung ist. Europa ist gegründet worden aus politischen Gründen. Man hat Kohle und Stahl benutzt, um politisch etwas zu erreichen, nämlich Vertrauen zu schaffen, dass man nicht mehr Krieg gegeneinander führt, weil das die damals für Kriege entscheidenden Industrien waren. Und es war immer ein politisches Projekt. Etwas, was wir leider Gottes in Großbritannien nie mehr erklären können, immer noch vom Common Market reden. Dass dieses ein wirtschaftliches Konzept ist, wo Integration in Wirtschaftsbereichen instrumentalen Charakter haben und durch die Interessenverknüpfung politische Einigkeit zu erzielen. Und die Supranationalität für die wirtschaftliche Entwicklung in einem Binnenmarkt haben wir auch in der Demokratie. Das Europäische Parlament funktioniert. Wir haben inzwischen keine wesentliche Gesetzgebung mehr möglich, ohne dass das Europäische Parlament als gleichberechtigter Gesetzgeber dabei ist. Und wir haben die doppelte Legitimation, indem nicht die nationalen Parlamente, die nationalen Regierungen, die im Rat sitzen, nur ihre Legitimation von den nationalen Parlamenten bekommen. Und die Mitwirkungsmöglichkeiten des Deutschen Bundestages, um diese Regierung zu kontrollieren und zu pushen, ist viel höher angesiedelt als die Rechte der Landtage gegenüber den Landesregierungen als Mitglied des Bundesrates. Einschließlich der Subsidiaritätskontrolle. Aber auch des positiven Pushens. Und weil das so ist, müssen wir jetzt nicht nur eine dritte Legitimationsstrang machen, mit Initiativrecht von nationalen Parlamenten. Da kann ich einen Punkt machen, weil ich dann konsequent dem folge, was Kollege Sarrazin hier zum Ausdruck gebracht habe, und brauche ich die Zeit nicht zu stehlen. Und ich glaube, dass das die richtige Reihenfolge ist. Wir müssen Entscheidungen parlamentarisch dort treffen, wo die Entscheidung getroffen wird. Und nicht nur eine Vermischung von Entscheidungsebene auf parlamentarischer Ebene haben. Da muss eine klare Trennung sein, damit auch Bürger weiß, wer wo die Entscheidung getroffen hat. Denn alle Mischsysteme führen zu Intransparenz und weniger Legitimation. Die Frage, die ich zum Schnell noch beantworten möchte, ist die Frage mit den Eliten. Die Elitendiskussion meine ich nicht allein auf Europa bezogen. Sie ist viel tiefgreifender. Sie geht bis auf die kommunale Ebene.
wenn Sie die Schwierigkeiten sehen, von politischen Parteien qualifiziertes Personal zu finden für die Kandidatur zum Stadtrat. Ja, das ist wohl wahr. Aber ob es zum Stadtrat reichen würde, weiß ich nicht. Nein, aber es ist ein riesiges Problem. Wir haben aufgrund dieses Misstrauens gegenüber Eliten und Nichtbereitschaft, sich zu beteiligen, oder wenn man sich beteiligt in One-Issue-Fragen als Bürgerinitiative, aber nicht Verantwortung zu nehmen über das Ganze. Denn das ist ja die Schwierigkeit von Politik. Wenn ich nur ein Thema habe, für das ich mich jetzt einsetze mit hoher moralischer Inbrunst, dann ist das leicht. Wenn ich aber zwischen drei solchen Themen Zielkonflikte habe, wo ich dann eine Balance finden muss in meiner Entscheidung, ist das quälerisch. Die nie zu 100% auch zur eigenen Glücklichkeit führt, selbst wenn man erfolgreich ist, weil es ein Kompromiss ist. Ich habe jetzt kürzlich einen Mitarbeiter verloren, der sagte, das im Parlament mache ich nicht mehr mit. Diese Kompromisssache, ich gehe jetzt zu einer NGO, dann kann ich meine Meinung sagen. Da sage ich, Glückwunsch, halt deine Reden, Einfluss hast du keinen oder begrenzt. Aber es macht die Seele leichter. Also diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist sicherlich eine der schwierigen Probleme dabei. Und deswegen ist das, glaube ich, ein zutiefst großes Problem. Wir haben immer mehr Leute, die auf der Tribüne sitzen und immer weniger Leute, die am Spielfeld Fußball spielen. Sehr große Krise unserer Politik, die wir da sehen müssen. Da mache ich mir große Sorgen, wenn diese Entwicklung nochmal 10 Jahre so weitergeht, was das für die Entwicklung unseres demokratischen und rechtsstaatlichen Systems auch mit der repräsentativen Demokratie bedeutet. Letzte Bemerkung, wieder zur letzten Frage zurückkehrend. Krise und Chance, ja. Krise ist immer die Chance gewesen, aus der heraus die Europäische Union eine Fortentwicklung gemacht hat. Weil der Druck dann da war. Das habe ich in meinen Eingangsworten auch gesagt. Aber wo ich mir jetzt erstmalig Sorgen mache, ist, dass wir durch die Vielfalt der Krisen, der Tiefe der Krise, der Spannungsbogen nicht mehr hält. Und dass, wenn dieser Spannungsbogen zerstört wird, weil die Luft immer dünner wird, und sehe immer, weil der Spannungsbogen nicht hält, populistische Parteien hier den Anspruch haben, den Ansatz haben, etwas zu bewegen, dann habe ich Sorgen, dass das irgendwann irgendwo bricht und dann dieses nicht nur für die Europäische Union, sondern insgesamt zu einer großen Problematik wird. Und deswegen müssen wir aus dieser Falle heraus, und deswegen bin ich wieder bei der Eingangsmerkung, wir müssen nicht nur konkret durch positive Leistungen Bürger zu überzeugen, sondern wir müssen auch deutlich machen, wie wir stärker Bürger in langfristiges politisches Denken mit hineinbekommen. Dieses auch nicht nur One-Issue-NGOs machen, sondern insgesamt einem gesellschaftlichen Diskurs, um auf diese Art und Weise Lösungsbereitschaft für zukünftige Probleme machen. Letztes Beispiel nochmal, Hamburger Referendum. Nun kann man als Hamburger Dio die Auffassung dazu haben, das ist auch schlecht gemanagt. Aber gibt es in Deutschland auch irgendetwas, wo wir mit Referenden und Ähnlichem bereit sind zu einer positiven Entscheidung? Sie kriegen immer mehr solche Dinge nur zustande, wenn es gegen etwas ist. Für etwas Positives ist das außerordentlich schwierig. Das muss man in diesem Kontext auch sehen. Und das macht mir Sorgen. Mir ist auch die Hamburger jetzt die Olympiade kriegen und nicht, ist mir relativ egal. Aber das ist mir an einem Sonntag durch den Kopf gegangen. Wie kriegt man auch, wenn man in Umfragen eine Mehrheitsbevölkerung dafür da ist, diese Mehrheit an die Wahlurne? Oder ist es dann immer die Minderheit, die es nicht will, die dann die Mehrheit hat, auch angesichts der Wahlbeteiligung? Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben jetzt viele Aspekte angesprochen. Ich versuche das mal so ganz ansatzweise zusammenzufassen, was schwer ist bei so einem Thema und diesen vielen Aspekten im Detail. Aber erstens, das würde ich jedenfalls mitnehmen, gibt es vielleicht noch nicht oder zumindest in der Wahrnehmung hier in dieser Runde, aber auch was jetzt sozusagen von Ihnen aus dem Publikum kam, offenbar nicht die Krise der Europäischen Union. Wir haben einzelne Krisen und das Problem ist in der Tat sicherlich und die ganz große Herausforderung die Häufung, die Parallelität der Zeit der Krisen. Fast alle von außen. Ja, die Krise im Euroraum ist eine Krise, die Krise im Euroraum ist eine europäische Krise. Ja, gut, der Finanzmärkte, die dann übergesprungen ist.
Ja gut, aber da sind ja auch ganz viele in der Tat Aspekte, die, glaube ich, innerhalb der Europäischen Union eine Rolle spielen. Und das ist, glaube ich, auch mit der Auslöser mag außen sein, aber Europa ist eben auf diese Krisen innen gar nicht vorbereitet. Die Krisen zeigen eben tatsächlich, dass uns irgendwie was fehlt. Aber wir können keine Vertragsänderungen in kurzer Zeit machen. Aber wir können, glaube ich, auch festhalten, und das ist eine Aufgabe der Politik, aber auch der Gesellschaft, darüber zu diskutieren, ob wir eben bereit sind und welcher Form wir eben hier sozusagen die Integration nochmal vertiefen, in irgendeiner Weise eben praktisch dort, wo jetzt Konstruktionsfehler sind auf der europäischen Ebene, diese Konstruktionsfehler eben auch zu beheben. Und manches lässt sich wahrscheinlich nicht ohne Kompetenzübertragung lösen, manches vielleicht schon. Da muss man vielleicht dann pragmatischer sein. Und sicher auch, und das ist auch nochmal ein Punkt, wir haben ja sehr viel, und das fand ich sehr, sehr gut, auch wenn das Thema nicht im Fokus stand, aber es steht natürlich hinter dem Solidaritätsthema das Demokratie-Thema. Wir haben sehr viel über Demokratie gesprochen, über Legitimation. Wir haben auch angesprochen eben, ob man nicht diese europäische Demokratie, die ja nicht nur eine repräsentative Demokratie ist, also durch die zwei Legitimationsstränge, die hier sitzen, Bundestag, nationale Parlamente, Europäisches Parlament, sondern wir haben da auch Elemente der direkten Demokratie, die eben natürlich dann diese One-Issue-Problematik, die Sie beschrieben haben, in sich tragen, aber doch irgendwie als partizipative Demokratie hier vielleicht einen wertvollen Beitrag neben den nationalen Parlamenten, die wir eben auch angesprochen haben, leisten können, dass wir Demokratie in Europa vielleicht auch vielfältiger denken müssen. Das ist aber auch etwas, was, glaube ich, in Bewegung ist und was uns in diesem Sinne auch künftig weiter beschäftigen wird. Ob wir aus der Solidaritätskrise jetzt herausfinden, da würde ich dann auch sozusagen diesen Wortbeitrag nochmal aufgreifen wollen. Die Krise als Chance, damit können wir heute Abend dann in der Tat verhalten optimistisch, vielleicht, wenn wir so den Abend beenden. Ja, genau. Also das müssten ja alles Katalysatoren sein, aber ich bin gespannt, wie wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren auf diese Zeit zurückblicken. Ich habe da keine Antwort und so ist es auch mit dieser Diskussion. Das haben Sie hoffentlich auch nicht alle erwartet, dass wir jetzt hier alle sozusagen mit der Lösung nach Hause gehen. Aber ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Puzzleteile aufgegriffen, angesprochen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle die Diskussion sozusagen jetzt in den Empfang überleiten. Sie sind alle herzlich eingeladen, weiter zu diskutieren. An dieser Stelle jetzt nochmal erstmal ganz zuvorderst den Mitarbeitern meines Lehrstuhls danken, die hier in der Organisation der Veranstaltung Großes geleistet haben, stellvertretend den beiden Mitarbeitern, für alle Mitarbeiter jetzt stellvertretend den beiden Mitarbeitern, die das Projekt Europäischer Salon leiten, Frau Stefanie Göbel und Herr Philipp Schmürler. Wenn Sie mal nach vorne kommen, dann... Also Ihnen allen ganz herzlichen Dank für diese ganz tolle Organisation und Mitarbeit dieses Salons. Ich möchte der Bosch-Stiftung für die Förderung und Unterstützung danken. Und ich möchte natürlich auch unseren Gästen vor allen Dingen danken, die jetzt hier waren, Frau Kupsch, Herr Brok, Herr Sarrazin. Ich glaube, wir haben hier so ein bisschen uns diesem Thema, sofern man das in 2 Stunden kann, annähern können. Und dafür möchte ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Und da möchte ich Ihnen auch noch gerne was überreichen, das wir da unten schon vorbereitet haben. Und dann wünsche ich uns allen erst noch einen diskussionsreichen und schönen Abend. Ich darf das mal eben übergeben.